Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen, ja, herzlich willkommen, guten Abend, einen wunderschönen, was ihr euch heute vorstellt. Hallo da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder bei Okitok seid. Heute ist ein Okitok-Spezial, so wollte der Joe das haben, haben wir das einfach mal so benannt. Joe Kreisel, Freeman Austria, bekannt geworden, so denke ich, ist er mit Welcome to Freedom, mit dem Song und naja, auch die Freeman-Bewegung und Musiker und ja, die Sprache, die Worte. Und wir haben heute eine offene Talkrunde hier. Ja, so geht's hier los. Und anrufen dürft ihr auch, wenn ihr mögt und wollt. Da ist nämlich das österreichische Festnetztelefon freigeschaltet. Für heute Abend wie jeden Abend. So gut wie. Und da heißt es die Landesvorwahl 0043 für Österreich. 720518819 und die 7. Auch der Außenchat ist geöffnet. Da könnt ihr auch einsteigen. Einfach auf Chat klicken, solltet ihr nicht reinkommen, oben registrieren und Wunschname, E-Mail-Adresse und ihr habt eine wunderbare Plattform, die euch erwartet. Ich möchte noch mal hinweisen unter die Artikel, dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Heute hat auch der Hendrik einen schönen Artikel verfasst zum DNA, unser menschliches Strukturen. Vielleicht wird das heute sogar ein Thema, vielleicht werden, ich weiß es nicht, wohin die Reise heute geht. Ja, und morgen ab 19 Uhr ist Dr. Klaus Volkhammer bei uns. Er wird übertragen. Da ist ja das Mutter Erde Bayern Festival, Sommerfestival von Eva Maria Görkner sowie Holger Böslager, die das arrangiert haben. Und da gibt es morgen einen Live-Vortrag und schaut in das Programm für Samstag und Sonntag auch mal rein. Robert Stein ist da, Jason Mason ist da, Traugott Ikeroth und noch einige andere auch. Ja, nochmal herzlich willkommen, sagt euren Freunden Bescheid, dass der Joe jetzt hier bei uns ist. Heute, wie gesagt, ich ziehe schon mal die Leute rauf. Wer nicht hier sein möchte, kann sich wieder runterklicken natürlich. Hier im Raum ist momentan der Alexander, der Joe Kreisel natürlich, den werden wir gleich als erstes begrüßen, der Armin, der Hendrik und der Jenne. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und jetzt mal Hallihallo Richtung Oberösterreich, Schloss Walchen ruft heute. Und da ist der Joe. Hallo Joe. Ja, hallo. Grüß euch. Danke Klaus für die netten einleitenden Worte. Und schön, dass wir uns da treffen können an diesem wunderschönen Tag. Genau. Ja, grüß euch. Grüß dich. Und jetzt grüßen wir mal den Alexander. Hallo Alexander. Hallo, moin moin. Hallo, lieber Joe. Und dann haben wir den Armin. Schauen wir mal, ob er da am Mikrofon ist. Guten Abend, Armin. Ist noch nicht da. Guten Abend, Hendrik. Einen wunderschönen zu dir. Hallo, auch euch einen wunderschönen guten Abend. Und der Jenne. Hallihallo, Jenne. Na, ist er nicht da? Doch, da ist er. Ja, von mir auch ein herzliches Hallo und Hallo Joe und freue mich. Ja, liebe Zuhörer, was haben wir auf dem Herzl, wenn ich heute in die Welt schaue? Joe, was fällt mir da ein? Vorgestern Nacht, da habe ich was gesehen. Joe, ich weiß nicht, was das war. Ich fange mal einfach an. In meinem Leben noch nie was gesehen am Himmel Richtung Süden um 23:30. Da habe ich mit einem von unseren Referenten, den Franz Reutinger, telefoniert. Und war schön draußen in einer sternklaren Sommernacht. Und dann schaue ich an den Himmel und plötzlich, wie ein riesengroßer Scheinwerfer, war plötzlich der Himmel abgegrenzt, wie gesagt, wie ein Scheinwerfer. Man kann locker 4 Hände nehmen, wenn man sie wegstreckt. In der Größenordnung habe ich was gesehen, was eine Sekunde vielleicht am Leuchten war. Was das ist, weiß ich nicht, Joe. Ja, das war so meine Erfahrung. Ich empfinde, dass sich momentan die Zeit also so anders ist wie vor 10, 20 Jahren. Ja, irgendwie berichten mehr Menschen über Erfahrungen am Himmel oder andere komische Dinge. Joe, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du das zufällig auch gesehen? Ich vermute nicht, weil es zu kurz war. Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber ich denke mal, dass solche Sichtungen
wie soll ich denn so? Wir reden davon, dass wir in einer Zeit leben, wo wir munter werden, wo das Bewusstsein erwacht und so weiter. Und wir wissen aber nicht, wie munter dass wir schon sind. Und abhängig davon werden wahrscheinlich lauter solche Einspielungen in den Geist dafür sorgen, dass man solche Sichtungen hat. So werden wir uns das erklären müssen. Was du gesehen hast. Ja, wie gesagt, das war für mich was Außergewöhnliches. Vor ein paar Jahren habe ich so vier kleine Flammen gesehen am Himmel in einer Rautenformation und die sind so schnell weggeflogen nachher. Nicht bei vier Stück hinter, also vier, zweimal paarmäßig, so kann man das sagen. Jo, das waren so meine Erlebnisse, die für mich außergewöhnlich waren. Unbekanntes Flugobjekt, so würde ich das sagen. Was da aber jetzt vorgestern war, Richtung Süden, circa 23.30 Uhr, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht hat jemand da draußen auch was gesehen, damit man das sogar bestätigt bekommt. Das war hier in Niederösterreich zumindest, wo ich das gesehen habe. So, der Alexander, der hat auf jeden Fall ein Thema heute. Alexander, du hast mir vor der Sendung gesagt, da geht es um die Spiritualität und Menschen, die vielleicht bewusst was unterwandern könnten, wollten, bezahlt und so weiter. Erzähl doch mal, was dein Thema ist, was du den Joe fragen wolltest. Ja, also so beim Überlegen, was und beim, ja, wie sagt man, also die Gesamtsituation der Welt zu betrachten, gerade im Bereich der Spiritualität, ist mir halt aufgefallen, dass weltweit, gerade hier in der sogenannten westlichen Welt, sind zum Beispiel immer mehr, werden immer mehr Kongresse, Veranstaltungen, Workshops, Seminare, alles Mögliche, alles ist ausverkauft. Und es ist völlig egal, wie groß die Veranstaltungen sind, alles ist in kürzester Zeit ausverkauft. Und wenn ich dann so die auf Facebook, wenn man dann so sieht, die Online, die Online-Kongresse, wo denn da, ich habe mich da mal angemeldet, da war dann in kürzester Zeit 20.000 noch mehr angemeldet. Angeblich, das kann ich natürlich nicht definitiv sagen, aber so wurde es da eben veröffentlicht. Und da habe ich mir dann überlegt, ja, wenn das jetzt so ist, also dass der Hunger der Menschen nach ihrer eigenen Wahrheit so groß ist wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, das dürfte inzwischen ja, ja unübersehbar sein. Aber dann merke ich, wenn ich jetzt das so, diesen Aspekt zugrunde lege und gleichzeitig mir die Welt angucke, dann passt doch da irgendwas nicht. Und dann kam mir heute Morgen so der Gedanke, ob es vielleicht sein könnte, dass es gerade, dass es da so, was weiß ich, irgendwelche Firmen, Konzernen, was weiß ich, was es da so gibt, aber dass denn da so Menschen spirituell ausgebildet sind, aber in Wirklichkeit gar keine spirituellen Menschen sind und praktisch die spirituelle Szene so unterwandern, könnte man fast sagen, dafür sorgen, so nach und nach, dass es scheinbar, wie sagt man, dass es gar nicht auffällt, dass die spirituelle Szene verkommerzialisiert wird. Und das, weil, wenn man sich zum Beispiel den Absatz von Büchern anguckt heute, das war auch von spirituellen Büchern über alle möglichen Themen, sei es nur das Spiegelgesetz oder sonst irgendwas, das ist ja exorbitant gestiegen, das Ganze. Und der Absatz von Büchern, von spiritueller Literatur à la Couleur, und das ist ja Wahnsinn, was da momentan los ist. Und da denke ich, oder habe ich so das Gefühl, dass die spirituelle Szene irgendwie ja absichtlich auf falsche Pfade geführt werden soll. Gleichzeitig will man aber sehen da vielleicht irgendwelche Konzerne, was weiß ich, da ja, ein riesen Absatzmarkt, und wollte ich gerade noch sagen, das ist mir aufgefallen heute, auf Facebook stellen sich immer mehr Coaches vor und hast du schon überlegt, ob du dein Leben verbessern willst, da kommen dann diese Standardfragen, ist mir aufgefallen, die benutzen irgendwie alle. Und dann merke ich, da ist doch irgendwie auch in der spirituellen Szene eine Schweinerei im Gange. Und
Das scheint aber irgendwie, die Menschen scheinen da irgendwie dem Ganzen auf den Leim zu gehen, weil das ja, die rennen da ja hinterher. Aber es ist, denke ich, wenn man das auf das Wesentliche herunterbricht, ist es der Hunger nach dem eigenen Selbst, nach der eigenen Wahrheit. Und das kam mir heute Nachmittag so, als ich das so geschrieben habe. Und da wollte ich den Joe halt mal fragen, wie er das denn, wie siehst du das denn so? Wie ist deine Wahrnehmung zu diesem Thema? Ja, mir sind jetzt ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, während du das so erklärt hast. Und ich würde dazu Folgendes sagen, dass dem Spirit, dem erwachenden Spirit, es egal ist, über welche Geschäftsfalle, dass er eintappt in sich selbst. Er ist, wenn er einmal gereizt wurde, nicht mehr austricksbar. Das heißt, ob er ein Geschäft damit macht oder nicht, ist völlig egal. Hauptsache ist, dass der Spirit in die Gänge kommt. Und würden wir das von außen beobachten, was du jetzt so schön beschrieben hast, was auf der Welt passiert, dass diese Kongresse alle voll sind, dass die Bücher sie verkaufen und wir würden das von außen beobachten, dann würden wir hier eine Veränderung bemerken und könnten darauf schließen, dass tatsächlich sie im Geist was tut. Dass man das auf der Welt noch nicht wahrnimmt, liegt halt daran, dass die Masse so träge ist, dass der Geist vorausgeht und im Geist sind die Menschen schon voll spirituell. Ich war erstaunt immer wieder, wie viel Blume des Lebens und so weiter auf die Ämter rund um die Hälse der Mitarbeiterinnen hängen. Das ist alles schon da, der Spirit ist schon da, aber die Masse ist so träge. Und deswegen geht es ja drunter und drüber in dieser Zeit, wo der Spirit erwacht, wo der Menschensohn wiederkommt. Und auf das wurde ja gewartet. Deswegen habe ich gesagt, würde man es beobachten, dann konnte man jetzt feststellen, ah, da schon her, es ist soweit. Ob das jetzt die Demonstrationen sind in Frankreich, Venezuela und. Überall gingen hunderttausende Menschen auf die Straßen. Und eine Facette davon ist eben die Spiritualität, weil die Welt eine weltliche Welt ist, eine materielle Welt. Und der Spirit halt, der Spirit ist Spiro, ich atme, Spiro, respiro, ich spiere das, ich spiere es. Und so, das ist voll innig. Dafür ist das System nicht zuständig. Das passiert außerhalb. Daher dieser ganze Wirbel mit dem System. Die Menschen sind geistig schon auf der Suche nach der Wahrheit, aber sie werden die Wahrheit im System da nicht greifen können, weil die Wahrheit ist wieder ein bisschen größer. Die liegt außerhalb von diesen Grenzen. Ja, also ich würde mich da nicht so sehr aufregen drüber, dass da Geschäfte passieren und so. Hauptsache die Menschen werden da hingestoßen. Der Geist, dass er sich ausrichten darf, ups, was gibt's da? Und dann geht sie dahin. Dann spiralisiert er sie dahin. So sehe ich das. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich stimme dir da vollkommen zu, das sehe ich auch so. Und da habe ich denn von Neil noch was Schönes gelesen, von Neil Donald Walsh. Es ist einfach, es ist praktisch das erwachende Bewusstsein, das sich seiner selbst bewusst wird, sozusagen. Und ich stimme dir da voll zu, lieber Jean. Ich möchte kurz nur hinweisen, ihr könnt einfach sobald ein normales Gespräch führen, ausreden lassen. Heute ist ein offener Talk, also ich muss da wenig moderieren. Es sei denn, es gibt ein Chaos, dann komme ich da rein. Und wenn ich ein Thema mit reinbringe, melde ich mich auch natürlich. Auch die Zuhörer unten. Ich werde nochmal den Hans Gruber nochmal reinziehen. Wenn er jetzt nicht hier sein möchte, kann er sich wieder runterklicken, natürlich. Und ja, euer Thema mit dem Joe. Es ist alles heute erlaubt, mit ihm zu besprechen, was der Okidok-Regel entspricht, natürlich. Ja, ich glaube, der Jenne war schon da. Jenne, dann gib mal Gas. Ja, also das Erwachen kennt keine Mauern und keine Grenzen. Und auch wenn sie das vortäuschen wollen und die Leute ja noch, also weil sie es ja gar nicht mehr schaffen, das zu unterdrücken, weil ja jeder davon betroffen ist, egal was er gelernt hat, egal was er arbeitet, egal was er besitzt, ne, es ist ja alles steht ja gerade auf dem Kopf. Und sie können es nicht mehr aufhalten, ne? Und ja, ich finde das wunderbar, wie Joe gerade so ein bisschen aufgezeigt hat, kriegte ich schon wieder die Gänsehaut, weil
Ja, man spürt es, wie ne, Spirit. Man, wie sagtest du so, spürt es. Genau, ich spüre es. Ich spüre es. Ja, genau. Ja, und dann kann das einfach weitergehen. Und der Wandel kommt ja so oder so dann auch bei denen. Ne? Ich sag immer, man kann sich ändern, von nun auf jetzt, sofort. Ja, und das passiert. Das Schlechte ist dem Aufstieg wieder wert. Ne? Das ist das Gute daran. Und das ist das Armageddon. So sage ich ja, immer. Ja, ja. Das, was wir da sehen, konnte man ein bisschen bezeichnen als Schock- bzw. Wehenhämmer, die hier vermittelt werden. Schockdämpfer, damit nur die wirklich, wie soll ich denn sagen, die schon am muntersten, weil keiner von den Munteren weiß, wie munter das wir eigentlich alle werden miteinander, aber die schon am muntersten, dass die gesiebt werden und daher der Druck erhöht wird, dass manche Menschen sich dann doch nur mal ducken und es mit der Angst zum Tun kriegen oder gewisse Bande nicht lösen können. Und die bleiben dann in dem Radl nur so lange drinnen, bis es sanfter geht. Und so dämpft sich der Heilige Geist selber im Druck, wie schnell dieser Wandel passiert. Ob das jetzt durch Chemtrails, sogenannte, oder Aspartam, Fluorid, alle diese Sachen, über die man sich aufregen konnte, das passiert alles gleichzeitig im dämpfenden Weg, damit nicht so viel, nicht so schnell passiert. So, als würde man das dritte Auge mit einem Milchglas umhüllen, dass man aus dem Auge dieses Licht nicht so genau aussieht. Aber man wird sehen, dass es ein Licht gibt. Man kann niemals verhindern, dass dieses Licht kommt. Man kann nur verzögern, dass man es wahrnimmt. Das wird da passiert. Und das wird schon seinen Grund haben, weil sonst ganz wahrscheinlich eh schon drunter und drüber. So können wir froh sein, dass es schön dosiert passiert. Es ist unvermeidlich. Unvermeidlich. Weil dieses, wie du vorher gesagt hast, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte und so weiter. Ich würde eher sagen, endlich wieder in der Menschheitsgeschichte, die sich da in Ewigkeit im Kreise dreht und der Kreis halt so lang ist, dass man alles vergisst in der Zwischenzeit. Die Schriften wissen es noch, die erzählen diese Märchen und Geschichten. Und in dem Zusammenhang können wir sagen, hurra, es ist wieder soweit. Wir sind die, durch die wir erleben, was uns prophezeit wurde, dass irgendwann passieren wird. Und dementsprechend mit Ehrfurcht und Demut darf man sich da geistig niederknien und sagen, wow. Und ich verspreche euch, es geht immer gut aus. Immer. Jeder Sonnenaufgang geht gut, weil die Sonne ja nicht aufgeht. Die Sonne hat nie nicht geleuchtet. Und genauso ist dieses Licht, was jetzt geistig daher marschiert, nie ein Nichtlicht gewesen. Wir haben es nur nicht gesehen. Und jetzt fangen wir an, dass wir es sehen. Und es wird immer gut gehen. Immer. So wie jeder Sonnenaufgang immer gut geht. Also jeglicher Stress, jegliche Emotionen, Ängste, Dings, kann man jetzt ausnehmen und wissen, dieser angekündigte Tag des Herrn, der Ratschluss mit Gott, das gelobte Land, die große Sintflut, wie auch immer, dass man das nennen mag, das passiert gerade. Und dass es da drunter und drüber geht, weltweit, das ist kein Märchen, das steht so geschrieben. Weil es immer wieder so passiert. Immer wieder. Das ist zyklisch, was wir da besprechen. Also nicht, wir entwickeln uns da nicht linear in irgendeine Richtung, sondern das spiralisiert sich genauso durch Raum und Zeit. Und jetzt ist wieder der Punkt, wo einfach dieses geistige Erwachen passiert, was man sich innerhalb der Menschheit seit Äonen erzählt, dass irgendwann passieren wird, weil es so mega ist. Das Event. So nennen sie das, ne? Also das passiert gerade. Was für ein Event? Hallo Marc, ja, bitte. Und Hendrik will auch was sagen. Ja, einfach loslegen, ausreden lassen, alles gut. Alles klar, also finde ich gut, was der Joe so sagt. Ich habe ja auch mir schon sehr, sehr oft Gedanken gemacht,
was da eigentlich los ist, warum diese Kommerzialisierung in der Spiritualität ist, warum so viele Menschen auch in der Spiritualität sehen, falsche Wege gehen, also sprich auch im Kommerz, also in den alten Strukturen bleiben, obwohl sie da eigentlich raus wollen. Und mir ist aufgefallen, dass von Desmond Morris habe ich da mal was gelesen, dann kam mir das so zu Bewusstsein, dass der Mensch ja eigentlich noch nie in seiner ganzen Menschheitsgeschichte wirklich frei war. Er war ja immer unter der Herrschaft anderer in einem Zustand der organisierten Freiheit, aber die Organisationsstrukturen haben andere erschaffen. Das ist ähnlich wie bei der Herde, wo die Schafe alle grasen und dann gibt es ein, zwei Alpha-Tiere und die schreien. Und wenn dann ein Schrei kommt, dann laufen die, weil die wissen ganz genau, die haben einen Grund, da schreien und wir müssen uns um nichts kümmern. Diese Unbedarftheit und dieses Vertrauen zu diesen Alpha-Tieren, das sehe ich jetzt einfach ein bisschen am Schwinden. Und was ganz wichtig ist, wir haben seit sehr, sehr langer Zeit ganz massive Veränderungen auf der Sonne, das Weltraumwetter verändert sich und auch die Strahlung ändert sich. Das heißt, wir haben jetzt schon seit vielen, vielen Jahren hier immer mehr Hintergrundstrahlung von der Sonne, die ionisierenden Charakter hat. Was bedeutet auch so zu dem, was man feststellen kann, dass die Zeit immer schneller läuft, weil eben durch diese ionisierende Strahlung immer mehr Reaktionen in derselben Zeit stattfinden wie vorher. Und das merkt unser Nervensystem. Die sind da die ganze Zeit angetriggert und deswegen kommen wir da in einen inneren Stress auch rein. Aber generell denke ich, ist es so, dass die Menschen jetzt einfach merken, die alte Ordnung löst sich auf und jetzt fangen sie an, mal zu gucken, wie so Stallkühe, die noch nie auf der frischen Heide waren. Jetzt geht die Türe auf und sie schauen da raus und schauen ganz verdutzt sich an, was da draußen alles gibt. Da gibt's frisches Gras, was noch nie gefressen haben. Da gibt's frisches Wasser, was noch nie aus dem Bach getrunken haben. Viele, viele Dinge, wo keine Erfahrungen existieren. Und deswegen ist natürlich hier schon in Gefahr, dass man sich da auch mal verläuft. Aber letztendlich wird alles durch die Ereignisse, die hier stattfinden, wieder auf die Kausalitäten zurückreflektieren. Und das heißt, der Mensch kommt wieder in seine Bestimmung, in sein Individuum, fängt an, seine eigenen Potenziale zu erkennen und zu leben und wird dann natürlich merken, dass die in dem vorgegebenen Rahmen nicht zu leben sind, so wie das vielleicht jetzt ein neues Bedürfnis werden wird. Und da entstehen natürlich ganz neue Formen. Das Problem ist, dass das Alte noch nicht weg ist, das Neue ist noch nicht erkennbar und wir sind irgendwo dazwischen drin und werden von so vielen Impulsen geleitet, dass wir zu keiner eigenen Meinung mehr kommen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, innerlich ruhig zu werden und aus dem Kopf rauszugehen. Der Mensch ist nicht geschaffen, um zu denken. Er soll fühlen und seinen Kopf dafür einsetzen, das, was er fühlt, in der Materie auch umzusetzen. Und das wird eine spannende Zeit. Es gibt viele Methoden, viele Systeme, die hier schon angeboten werden. Ja. Und im Endeffekt wird es auch hier, wenn man mal so einen Weg gegangen ist, immer weitergehen. Wichtig ist nur der erste Schritt. Der zweite, dritte kommt von selber und irgendwann steht man am Ziel, wie es der Joe so schön sagt. Ich möchte kurz einhaken mit dem Beispiel vom Kurstall. Das ist super, dass nämlich gesellschaftlich, systemisch gesehen, die Kurstall tatsächlich offen ist durch diesen Weg, den wir da eröffnet haben. Mit der geistigen Sittlichkeit bist du jetzt frei. Du musst das nur selber da stehen. Aber diese Türe ist offen. Und die meisten Menschen haben einfach, oder die meisten Kühe, haben so viel Angst und sind so beleidigt und gekränkt, dass sie nicht einmal die Kraft haben, geistig, dass bei der Tür rausgingen. Und sie beschweren sich nach wie vor über den engen Stall und das stinkt und das eng ist und dass es nur geregelte Futterzeiten gibt und alles Mögliche. Aber in Wahrheit ist die Türe offen. Jetzt liegt es nur daran, wie schnell das sie manifestiert. Die geht dann immer zu, die Türe. Der Stall war ja nur dafür da, dass man die Kühe so lang betreut, bis dieser Heilige Geist im Einzelnen, der in die alten Schriften Menschensohn genannt wird, bis der wiederkommt. Und dieser Fall ist eingetreten und da gibt es ja keinen Zurück mehr. So gesehen brauchten die einzelnen Kühe jetzt nur aufstehen und einzeln jeder nur ein Kreuz aus sie bei der Kuhstalltüre in die freie grüne Wiese auf sich selbst
gestellt. Und daran hapert es halt bei ganz vielen Menschen, dass das gar nicht wissen, wie man das tat. Und deswegen ist es auch nicht schlecht, dass das System noch da ist. Dass es parallel funktioniert. Dass man einfach anders umgeht damit. Dass man die Regeln beibehält, aber sie drüber stellt. Und sagt, ja, diese Regeln und darüber hinaus gewissenhaft, achtsam und so weiter. Und dieser Weg ist der eine Weg hinaus. Deswegen haben sie es auch immer gesagt, es führt kein Weg zum Vater, außer hier durch. Durch dieses Prinzip, jeder nur ein Kreuz. Und das Gewissen, das Kommando übernehmen lassen. Und das Gewissen hat auch diese Angst nicht. Weil ein ruhiges Gewissen hat keine Angst. Ruhiges Gewissen, der ruhige Geist hat einen Überblick, eine Voraussicht und achtet achtsam auf sein Umfeld. Auf das geht es aus, weil sonst von außen, wenn irgendwer auf Hilfe von außen wartet, die wird nicht kommen. Auch nicht mit Raumschiffe, Klaus. Sie kann nur von innen kommen. Von innen im Einzelnen. So wie der Motor für die Blume, das aufgeht, wenn das Licht kommt, in der Blume selber liegt. Aber die Ursache fürs Aufgehen liegt im Licht. Und dann macht die Blume auf. Sie braucht sie nur hingeben und sagen, ja, dann bin ich jetzt eine Blume. Geht schon. Ja, ja. So. Hallo zusammen. Das ist ja alles eine Argumentation auf einer ganz bestimmten Linie, die ich jetzt hier bisher höre. Ich habe da ein bisschen einen anderen Hintergrund und das belebt ja vielleicht auch die Diskussion. Also klar, du machst natürlich hier eine starke Werbung für christliche Grundvorstellungen mit Menschensohn und durch die Tür gehen zum Glauben an den Erlöser und den Heiligen Geist und so weiter. Achtsamkeit kommt dann natürlich auch mit ins Spiel, nur gibt es keinerlei Belegstellen für das Thema Achtsamkeit in der Bibel. Da musst du schon in die alten buddhistischen Quellen gehen, dann findest du haufenweise Belegstellen und so weiter. Du kennst vielleicht diesen berühmten holländischen Whistleblower, mir ist jetzt gerade der Name entfallen, aber der hat ganz viel abgerufene Interviews und Vorträge und so weiter. Und das ist ein Insider der satanistischen Zirkel. Der hat sich aber davon losgelöst, diesen Whistleblower. Das sind sehr, sehr interessante Interviews. Und der hat zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, dass der Deep State im Hintergrund, der generell satanistisch ausgerichtet ist, im Prinzip die Bibel als Drehbuch behandelt. Das heißt, wenn dort die Rede ist von Apokalypse und so weiter, die wissen ganz genau, dass viele, viele Menschen daran glauben. Und danach richten sich die. Das heißt, das, was verursacht wird an Zerstörungen, wird von einem Gros, also von vielen zumindest in unserer abendländischen christlichen Kultur, als Zeichen des Kommens, des Erlösers gewertet, als, wie soll ich sagen, ein notwendiges kurzes Tief, durch das man durch muss und dann kommt das Licht und, und. Darauf spekulieren diese Kräfte im Hintergrund, die wissen das ganz genau. Und keiner sollte sich der Illusion hingeben, dass alles, was in der spirituellen und esoterischen Szene passiert, grundsätzlich gut ist. Da gibt es auch ausgewiesene Experten wie den Amerikaner Mark Passio, der hat einen riesigen Kanal mit wahrscheinlich Millionen Abrufen unterschiedlichster Statements und so weiter. Das ist auch ein ehemaliger Satanistenpriester, der aber jetzt eine führende Kapazität zum Thema New Age ist. Und der tut ja im Einzelnen auseinanderlegen, wie viele Richtungen des New Age nichts anderes sind als ein Instrument des Deep State im Hintergrund. Und alles, was du hier sagst, klingt wunderbar, entspricht der Hoffnung vieler Menschen, tröstet sie. Ja, es ist auch so eine blumige Sprache, die die Menschen irgendwie an der Seele kitzelt, sage ich jetzt mal so. Aber es hat gleichzeitig auch eine Ablenkungsfunktion und zwar von den Realitäten, wie sie sind. Für deine Voraussagen gibt es keinerlei Evidenz. Was in der Bibel steht, ist nicht Evidenz, das ist Glaube. Und dein spezifischer. Da gibt es ganz andere Glaubensformen. Da gibt es Taoismus, da gibt es Buddhismus, da gibt es Jainismus. Das sind alles atheistische Religionen.
zum Beispiel. Ja? Und immer zu verabsolutieren von seiner christlichen Sicht und zu sagen, so ist es und so wird's. Das ist eine sehr, sehr enge Weltsicht. Das zum einen. Ja? Und weiter. Ja, ich mache jetzt hier erstmal einen Punkt. Ja, danke. Danke für dieses Feedback. Ich rede deswegen so auf der christlichen Sprachkultur umeinander, weil das, wovon wir hier reden, die ganze Freeman-Idee und so weiter, das passiert aus einer christlichen Welt aus. Die ganze Welt ist christlich. Und innerhalb dieser christlichen Welt herrscht Religionsfreiheit, rechtlich zugesichert. Das heißt, da müsste man schon mal anfangen, wissen das die Menschen überhaupt, dass jeder Moslem, jeder Hindu, jeder Jude, wenn er registriert ist, in Wahrheit durch die Registratur zum Krieg wird. Und dann in einer christlichen Welt Religionsfreiheit genießt, dass er wieder Hindu sein darf. Ja, aber über das Thema eigentlich ja so direkt nicht. Das Gleiche. Hans, bitte ausreden lassen. Okay, rede aus, tut mir leid. Ganz wichtig, nur ausreden lassen. Joe, dein Mikrofon. Warst du fertig, Joe? Nein, ich wollte auf einem Engel, aber ich habe es ja nicht gescheit verstanden. Egal. Also, so viel dazu. Die Spiritualität, von der ich da spreche, ist ja nicht gemeinhin als christlich zu bezeichnen. Diese Geschichte, von der ich rede, ist ja viel älter als die katholische Kirche oder andere Institutionen. Diese Geschichte ist die Geschichte der Menschheit, die Geschichte des menschlichen Geistes, wann er erwacht, wann er munter wird. Und das ist ja die berühmteste Geschichte. Und zusätzlich muss man auf das einfach hinmachen, weil es eine christliche Welt ist. Wir gehen hier nicht aus einer taoistischen oder hinduistisch-buddhistischen Welt aus. Die Sklaverei im Geiste ist eine juristische und christliche gleichzeitig. Man könnte nur sagen, das ist die Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten. Und das war dieselbe Geschichte. Auf einem anderen Level wiederum. Wir können auch sagen, wir reden von Pinocchio. Ist dieselbe Geschichte auf einem anderen Level. Oder Schneewittchen, Dornröschen und so weiter. Also der Spirit hat es geschafft, dass er sich durch Geschichten die Essenz des Wunders seines Aufwachens weitervermittelt. Und das war halt im Strudel, im Feld immer enthalten und irgendwelche kreativen Geister haben das ausgechandelt und haben lustige Geschichten draus gemacht. Im Wissen oder nicht, was sie gerade tun. Der Heilige Geist als großes, ganzes Konzept, und das soll man jetzt nicht christlich-katholisch verstehen, wenn ich das so sage, Anitu konnte man es auch nennen. Das große Ganze, immer schon war und nie nicht sein wird, Ewigkeit und außerhalb jeglicher Religion passiert. Das große Ganze hat dafür gesorgt, dass es ist, wie es ist. Und das war immer gut. Das hat nur immer wieder einzelne Menschen weder und beleidigt, Egos verletzt und so weiter, aber es war in Summe immer gut. Und die schlimmen Sachen haben immer nur Menschen im Ego-Wahn, im Glauben daran, dass das jetzt wichtig ist, was machen kann. Aber das Große war nie nicht schlecht. Und jetzt erinnert sich der Einzelne, Step by Step by Step, kommen die einzelnen Menschen in diese Erinnerung, dass es mehr gibt als Business und Wirtschaft und Geld und Schulden und Besitz und alle diese Sachen. Und auf das wurde gewartet seitens derer, die Deep State da im Hintergrund irgendwelche Fäden ziehen oder kontrollieren und zuschauen. Sie können aber alle nicht verhindern, solange sie lenken und kontrollieren, weil sie lenken nur ihre Welt, aber niemals das, was das große Ganze da spielt. Das ist unaufhaltsam so programmiert, dass es einfach passiert. Das lässt sich nicht aufhalten. Und solange es nicht passiert, für alle wird im Staat, im System, werden da noch irgendwelche Strippen gezogen. Je schneller der Einzelne auslassen lernt, umso schneller ist für alle vorbei. Aber nicht einmal das kann man beschleunigen. Das passiert im Heiligen Geist. Und wenn es nur ein paar dauert oder 3 Jahre oder 10 Jahre, ist völlig egal. Es lässt sich nicht aufhalten. Aber man kann es im Sinne von siehe die Zeichen schon sehen. So viele Träume unterschreiben. Ob es der Einzelne dann versteht oder nicht, von was wir reden, ihre Geschichte. Aber ich kann nur erzählen, was mir passiert ist. Und ich würde nicht so sagen.
Glauben, wenn ich es nicht an mir selbst erlebt hätte und wiedergefunden hätte. Ich habe mir nicht von Anfang an Menschensohn aus der genannt, sondern das ist die Geschichte. Ich würde da gerne auch nochmal mit einhängen, Joe. So, du hast gerade Aussetzer. Die von Menschen gemachten Gesetze hinter sich lässt. Und hat gesagt, danke, das war's. Und hat die natürliche Person abgelegt. Ja, bin hier. Aussetzer. 1, 2, 3. Ja, das war schon eine lange Rede. Dann gebe ich das Mikrofon weiter. Ja, gib mal das Mikrofon weiter. Jenne ist da. Jenne, bitte. Ja, danke. Also ich sehe das genauso. Man sieht ja überall auf der ganzen Welt nur die unterdrückte Menschheit. Wenn man denn in der Geschichte zurückguckt und sich die Natur, das Naturgesetz anguckt, sind wir Menschen ja von Natur aus nicht schlecht. Ne? Und diese Schwingung ist so hoch und du kannst auf der ganzen Welt gucken, alle Menschen wollen das Gleiche und beten im Prinzip auch das Gleiche. Ob du jetzt den Buddhismus anguckst, ne, was die Mönche beten oder die Menschheit möchte im Frieden leben, die haben das Elend satt und das ist hier so, das ist in Thailand so, das ist in Afrika so. Alle wollen sie endlich nur leben. Und haben diese Unterdrücktheit, die Unterdrücktheit und Lug und Trug einfach satt. Und ja, da ist der Deep State eigentlich egal. Ja, vielleicht sollte man da noch dazu sagen, dass es ein Wort dafür gibt, ich versuche das im Laufe der letzten Gespräche immer wieder schon unterzubringen, dieses Wort heißt Eschatologie. Und die Eschatologie beschäftigt sie mit der Heilslehre in alle möglichen Kulturen, nicht nur in der christlichen, weil alle möglichen menschlichen Kulturen so eine Lehre haben. Also da geht es um mehr als nur an Glauben in dem Sinn, dass das einer von irgendwelchen glaubt. Das glaubt der menschliche Geist als Kollektiv. Die ganze Welt glaubt es in Wahrheit, dass das irgendwann passieren wird. Weil ja, nicht zuletzt, wenn am Dollar draufsteht, in God we trust, dann glaubt der Dollar auch an diesen Gott. Und jeder Mensch, der an Gott glaubt, glaubt in dem Fall an diesen Gott. Jedes Autotafel glaubt an Gott. Da sind überall Kreuze und Adler und Löwen drauf. Das ist immer Gott. Die Menschen haben diesen Gott vergessen in ihrer Welt, aber es ändert nichts daran, dass die Welt eine göttliche Welt ist. Und dieses Prinzip Gott hat sich so überliefert, dass er einmal wiederkommt, die zweite Wiederkunft oder das Wiederkommen, bla bla bla, 100.000 Namen für dieselbe Geschichte. Und damit sind wir konfrontiert. Eschatologie, lest sich da einmal ein bitte, das ist hochspannend, weil nur so gesehen, aus meiner Sicht, das Ganze, was da passiert, im Einzelfall betrachtet, so sinnlos, wie es erscheinen mag, gemeinsam betrachtet, aus eschatologischer Sicht, wirklich Sinn ergibt. So gesehen ist es keine Vorhersage, sondern eher eine Zeitgeistanalyse oder Zeitgeistdeutung, dass ich sage, was ich sage. Also, das ganze westliche Denken, speziell das abrahamitische, ist teleologisch. Das heißt, es wird immer auf ein Endziel hingedacht, eine Endvision, einen Endzustand, ob das die marxistische klassenlose Gesellschaft ist, das Gottesreich auf Erden nach Wiederkehr des Jesus, ob das im New Age das Wassermann-Zeitalter ist und so weiter. Das ist ein westliches, abrahamitisches Denken. Wenn man rein von Logik und Evidenz ausgeht, ist das durch die Geschichte nicht bestätigt. Was in der Geschichte passiert, sind Zyklen. In den 20er Jahren gab es auch massenhaft romantische, esoterische, spirituelle Zirkel, die auf irgendein Kommen gewartet haben. Ein paar Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Es passiert nicht im Selbstlauf, dass irgendein Erlösungszustand eintritt. Das sind alles westliche Vorstellungen und du bist, ich bezweifle nicht an deinem guten Willen, ja, Freeman, aber du steckst da natürlich hundertprozentig drinnen. Deswegen denkst du nur in diesen Kategorien von die ganze Welt ist christlich. Ja, wo ist die ganze Welt christlich? Geh doch mal von der Evidenz aus. Sag das mal ein paar hundert Millionen Buddhisten, dass sie christlich sind oder Taoisten.
Jetzt sagst du wieder, ja, das muss man übertragen verstehen, Jesus steht nur für den Heiligen Geist und so weiter. Ja, aber es ist eben trotzdem so, dass man an ihn glauben muss. Das hast du ja vorher auch gesagt, ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand, lalala. Auch wieder ein Bibelzitat. Ja, verstehst du? Das ist diese Brille, die du aufhast und du kannst sie nicht abnehmen. Und deswegen betrachtest du alles unter dieser Lupe. Und Muslime zum Beispiel gehen auch davon aus, dass alle Menschen als Muslime geboren worden sind. Sie wissen es bloß noch nicht. Siehst du mal die Ähnlichkeit zwischen Islam und Christentum hier? Das hat er ja gerade gesagt. Ja, und was für, ja, zwischen Islam und Christentum, aber nicht zwischen den universalistischen Religionen des Ostens zum Beispiel. In der Religionswissenschaft gibt es die Unterscheidung zwischen den Monotheismen und den universalistischen Religionen oder den Religionen vom universellen Gesetz im Osten. Das sind atheistische Systeme. Ich könnte dir jetzt einen einstündigen Vortrag über den spirituellen Atheismus des frühen Buddhismus halten, der radikaler ist als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Und wenn man eben von den Tatsachen ausgeht und nicht auf der Ebene der Träumerei, der Wunschvorstellungen, des Glaubens, dann muss man diese Unterschiede anerkennen. Ansonsten bewegst du dich immer in diesem abrahamitischen Alleingeltungsanspruch. Du tust das in friedlicher Weise. In der Geschichte haben das haufenweise Leute in höchst gewaltsamer Weise getan. Der Karl-Heinz Deschner, Dr. Karl-Heinz Deschner, ein Privatgelehrter, hat über 10 Jahre ein 11-bändiges Werk mit 6000 Seiten Kriminalgeschichte des Christentums geschrieben. Weil nämlich genau diese Denkmuster bei charakterlich anders ausgerichteten Menschen wie dir zu Gewalt führen. Wenn man nämlich glaubt, das ist der einzige Glaube, dann glaubt man auch, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, lalala. Dann glaubt man nämlich auch, dass man das Recht hat, andere dazu zu bringen, ob die das jetzt wollen oder nicht. Und das ist in der Geschichte massenhaft passiert. Zwangsmissionierte Kontinente, Südamerika, Afrika. Also wovon sprichst du denn? Das möchte ich kurz erklären. Ich spreche von ein bisschen was anderem. Ich verstehe das, was du sagst. Aber wenn ich sage, die christliche Welt, dass jeder Buddhist eigentlich Christ ist, das besteht darin, dass wenn du ihn jetzt anrufen kannst mit einer Telefonnummer oder einen Brief schreiben kannst mit einer Postleitzahl und einer Adresse, dann deswegen, weil er in Christus neu geboren wurde und eine Registratur bekommen hat. Das hat mit seinem Glauben nichts zu tun, sondern diese Welt mit Registrierung und Recht, das römische Recht, das beherrscht die ganze Welt. Jeder, den du anrufen kannst, der ist da dabei, weil er einen Vertrag mit wem hat. Und das ist jetzt nichts Spirituelles, sondern es ist einfach Fakt, wie die Welt funktioniert. Alles und Behauptungen. Wer aus dieser Welt nichts hinaus als will, Behauptungen. Ja, das kann man noch recherchieren. Das kann man noch recherchieren und bitte widerlegen, solange es nicht widerlegt ist. In welcher Literatur? Quelle? In welcher Quelle? In meiner Literatur, das, was ich geschrieben habe. Achso, und das ist jetzt die autoritative Quelle, was du geschrieben hast in deinem christlichen Glauben. Ja, natürlich. Für mich die autoritative Quelle. Und bitte ausreden lassen, lieber Hans. Ausreden lassen, weil da gibt es immer Echos und das ist für die Aufnahme nicht so gut. Hier geht es nicht, wer Recht oder Unrecht hat. Ja, wenn ich das so höre, sind das erstmal Geschichten. Ich sage immer, eine Welt, ein Zuhause, alles Menschen, alles Tiere, alles Natur. Genau. Was fällt euch dabei ein? So, wir haben nur eine Urquelle, haben wir. Wir sind alle aus Wasser, Fleisch und Blut, so wie die Erde aufgebaut ist. Und wir reden hier über eine Geschichte. Und momentan ist es so, und das ist das Römische Reich, wir haben einen Kapitalismus, das ist irgendwo schon richtig, was ich hier sage. Der Vatikan, weil wir im Materialismus leben, ist die reichste Institution dieser Erde. So, und da kann ich sicherlich sagen, ist so. Und wenn man die Menschen sieht, ne, warum wir uns bekämpfen, jeder die Egos, erwachsene Kinder, sage ich immer, wann werden wir denn mal erwachsen und reif? Ja, und können mal verstehen, dass wir eigentlich alle unter einem Deckmantel leben. Ne? Und wir haben Religionen oder diejenigen, die die Strukturen, die Schienen gelegt haben, haben die Religionen definiert irgendwann mal. Ja, und es gibt ein schönes Buch, das nennt sich die Bibel, da steht manchmal was Gescheites drin, bestimmt auch im Koran, aber alles nicht. Wenn man das mal betrachtet, das ist überall. Jeder hat seine Leichen im Keller stehen. Ne? Die Kirche, die Christen waren auch mit ihren Ritterzügen nicht gut unterwegs. Ne? Wann werden wir denn mal erwachsen? Hallo, guten Morgen. Ne? Wann zeigen wir denn mal, dass wir endlich mit diesem scheiß Ego-Getue und dieses Bewerten und Verurteilen aufhören? Ist das der Gott, der die Strafe möchte? Ich denke, kein Gott möchte eine Strafe haben. So denke ich darüber. Wer war da am Flackern? Oh, da kommen ja so einige. Ja, Hans, bitte.
Nein, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Ich meine, ich denke mal, in unserer friedlichen Absicht sind wir uns alle vollkommen eins, ja. Ich meine, mich machen die Weltvorgänge auch höchst betroffen. Ich habe nur eine andere Sicht, wie man sie löst und eine andere Vorstellung, was passieren muss, ja. Ich glaube nicht an Selbstgänger. Mein Weltbild ist da eher zyklisch. Und in dem Maße, wie Menschen wirklich aufwachen, und zwar wirklich durch einen echten spirituellen Weg, in buddhistischen Begriffen heißt das eine wachsende ethische Motivation, eine wachsende herzgeistige Ruhe und eine wachsende Weisheit oder befreiende Einsicht. All dies ist auch ganz, ganz genau definiert. Und die gemeinsame Wurzel dieser Eigenschaften des spirituellen Weges ist eine wachsende sehende Achtsamkeit im Alltag, in jeder Situation, innen und außen, auf alles, was körperlich und geistig passiert, um immer mehr durchzudringen zu dem, was tatsächlich passiert, unabhängig und abseits von meiner Vorstellung. Das, und auch Selbstdenken spielt eine ganz große Rolle in diesem System. Also sich wirklich den logischen und den erfahrungsorientierten Verstand auszuprägen, das ist ein ganz wertvolles Instrument, was der Mensch hat. Ja, das abzuwerten, das abzutun, ist gefährlich, weil nur dadurch kann er unterscheiden, wo er manipuliert wird und wo er nicht manipuliert wird, was eine treffliche, was eine weniger treffliche Lehre ist. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass alles, was uns angeboten ist, irgendwie gut und wohlmeinend ist. Das ist es weder im politischen, noch im ökonomischen, noch im spirituellen oder esoterischen. Und um das unterscheiden zu können, braucht man einen klaren Verstand, der geschult ist in logischem Denken und evidenzorientierten Denken. Und wer das abwertet, öffnet im Prinzip der Manipulation Tür und Tor. Das sage ich nicht, dass das willentlich passiert. Ich denke, dass die allermeisten solche Dinge eher unbewusst passieren. Und hier in der Runde habe ich überhaupt gar keinen Zweifel, dass alle besten Willens sind. Ja? Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich sage mir, okay, es laufen großflächige Zerstörungen. Das Geoengineering zerstört systematisch unsere Lebensgrundlagen. Und wenn du dich auf den einschlägigen Seiten wie Chemtrail Global Skywatch mit 200.000 Mitgliedern, das sind nicht wenige, umschaust oder so, dann hast du tagtäglich die horrendesten Bilder. Ja, was passiert in der Atmosphäre allein? Und auch wissenschaftliche, von knallharten Wissenschaftlern wie Dr. Marvin Mörnder, ein preisgekrönter Chemiker, der ja haufenweise auch wissenschaftliche Arbeiten dazu liefert, da läuft großflächige Zerstörung. Die ganzen basierten Kriege. Ja, Hans. Und. Ja, okay. Hans, vollkommen richtig. Es passieren überall großflächige Zerstörungen, Teile und Herrsche, Kapitalismus, das sind alles das alte Denkmuster. Und das dürfen wir langsam mal ablegen. Wir gehen gleich weiter wegen mir in der Thematik. Joe, Musik, denke ich, die Zeit ist reif für ein Stück Musik, ein bisschen die Köpfe abkühlen, oder Joe? Genau. Klaus, bitte leg uns auf. Yay, und das mache ich jetzt. Und Musik ab für... Ja, ein Pinkel. Bis naja. Ja, julalala. Das sind ja richtig schöne Töne und nicht nur Töne, auch ein guter Text. Das war Joe Kreisel, ne? Joe, deine Musik, richtig? Ja, Vollgas. Als Joe Gefierer war ich im Jahr 2008 damit beim Grand Prix der Volksmusik. Genau. Joe Gefierer mit Pinkel. Yay, finde ich total super. Joe, kontrovers diskutieren hier auf OkiTalk. Ich sage ja immer, man soll ruhig kontra sein und das Ganze. Mir fällt immer nur auf, Joe, die Menschen sind so schnell immer mit dem Finger am Verurteilen und Beurteilen. Und ich denke, das gehört zum Aufwachprozess, mal ein bisschen mehr ergebnisorientiert mal die ganzen Sachen zu nehmen. Fakt ist, jede Religion, wenn wir nochmal auf das Thema von vorher reingehen, die verurteilen, oder es gibt ja so, wie im Koran auch steht, ne, Frauen, ne, werden als Tiere zu bewerten oder zu betiteln. Ich finde das schlimm, wenn man das liest. Ne? Da sieht man ja schon wieder, warum irgendwo wieder was getan wird. Das will doch kein Gott. Also jetzt dürfen wir mal überlegen, wenn wir aus einer göttlichen Quelle kommen, sollen wir das Ganze doch mal verstehen. Da können doch die ganzen großen Lehren uns Bücher schreiben, wie sie wollen, und die Geschichte wird eh immer wieder irgendwann mal verfälscht über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Altes Testament, Neues Testament, ne? Bücher werden geschrieben, alles Vergangenheit, so sage ich jetzt mal. Ne? Wohin die Reise geht mit den Religionen, ich denke mir, die Erkenntnis der Menschen wird schon irgendwo mal dann erwachen, wo man sagt, letztendlich brauchen wir wirklich diese Art von Gott? Wirklich? Also
ich möchte jetzt auch nicht groß sagen, seinen den Glauben irgendwie wegnehmen. Glauben heißt ja sowieso picken im oben im Raum. Statt ja, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass es Gott gibt oder es gibt ihn nicht. Das darf man ja auch mal in der Betrachtung sehen. Glauben, was heißt denn dann in dem Moment Glauben? Kann sich nicht jeder mit anfreuen, muss er sich auch nicht mit anfreuen. Jedoch sage ich immer nur, ohne Mama Erde, wir sind ja hier zu Gast, wir sind ja aus hier raus aus der Mama Erde. Wenn wir kein Wasser haben und wir uns nicht ernähren, wie auch immer, oder kein Licht haben, könnten wir gar nicht existieren. Wir sind Wasserwesen, Lichtwesen, und wenn man sich mit Wasser und Licht mal beschäftigt, ja, dann kommt man wieder auf neue Erkenntnis der Wissenschaften. Ja, und dann sage ich immer, Symbole sind eine Kraft, sind Informationen. Es gibt das Riyantra zum Beispiel, eines der ältesten Symbole, auch aus dem Indischen heraus. Dann ist die Frage, wie wollen wir denn Religionen im Ganzen mal verstehen? Und was bedeutet es, so viele alte Symbole zum Beispiel, jetzt wie ich das Riyantra genannt habe, ist aber auch nur eine Information. Nur wir leben immer nur im Jetzt. Und jetzt hätten wir keine Sonne, würden wir nicht mehr leben können. Und ein Gott wird dann immer gesagt, wir brauchen Gesetze, gesetzt, haben wir gestern gehört, Gebote. Ne? Und dann kommt die Strafe. Ja, Entschuldigung, die Finger werden abgehackt, ne, wenn jemand klaut im Koran oder gesteinigt, wir wissen das. Wieso merkt man das nicht? Kein Gott möchte das. Und das ist da, wo ich mich null mit anfreunden kann. Ja, Joe, so sehe ich das nochmal, das zu dem Thema. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Themen, die wir können auch gleich mal schwenken, aber das war jetzt mal so ein paar Worte von mir. Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Ich möchte noch mal auf den Kuhstall kommen. In diesem Kuhstall gibt es eine Stallharmonie. Es gibt Gesetze, die der Bauer aufstellt da drinnen. Und auch wenn die Türe jetzt offen ist und man raus kann, dann ist es doch so, dass wenn eine Kuh rausgeht, die anderen Kühe einen Anschiss vom Bauer kriegen. Also fangen die anderen Kühe an, die Kuh, die raus will, zu verhindern, dass sie rausgeht. Das ist so ein Prinzip wie mit den drei Affen, die man in einen Käfig setzt. Ja. Hängt man eine Banane rein und jeder Affe, der da rauf will, der wird runtergespritzt. Die haben also nur Schmerz und Leid, wenn sie da an die Banane ran wollen. Und wenn man dann nach diesen leidvollen Erfahrungen einen anderen Affen dazu tut, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, der da ganz bedachtlos auf die Banane zugeht, dann brauchen die im Endeffekt keine Schläuche mehr, um den runterzuspritzen, sondern das erledigen dann die anderen drei Affen, die da drinnen sitzen. Und das ist der Übergangsprozess, in dem wir gerade sind. Es ist ganz, ganz schwer, aus diesem Kuhstall rauszukommen. Das Leben fängt erst an, wenn man draußen ist. Und da kann einem die Religion überhaupt nicht helfen. Sie mag für viele Menschen eine Krücke sein, aber die hat mit Spiritualität überhaupt nichts zu tun. Und wir sind auch keine Gäste hier auf dieser Erde. Wir sind ein Produkt aus dem Stoffkreislauf des lebenden Organismus Erde. Und wenn man sich anschaut, wie wir uns verhalten, wir vergiften alles, das, was uns überhaupt zum Leben bringt, ob in Gottes Namen oder im politischen Namen, per Gesetz, Behördenvorschriften. Da liegt das Problem, dass die Menschen keine Eigenverantwortung haben, dass sie nicht bereit sind, das Richtige zu tun, um aber dann auch die Widerstände vom System in Kauf zu nehmen. Das ist das große Problem, warum wir nicht weiterkommen und immer wieder zurückfallen in alte Verhaltensmechanismen. Ich möchte auch noch ganz kurz zum Katholizismus was sagen, was das Bild ganz klar macht, dass es keine Religion ist, die den Menschen dient. Der Katholizismus ist entstanden unter Konstantin am Konzil von Nicea. Und der hatte das Problem, dass ihm sein römisches Reich auseinandergefallen ist. Kein Schwein hat mehr auf einen Imperator gehört, weil sich das Volk vermischt hat. Aber sie waren alle geeint in einem Glauben. Und dann hat der Konstantin einfach gesagt, ja gut, wenn die alle an Gott glauben, dann bin ich sein Stellvertreter hier und dann müssen sie alle tun, was ich sage. Und als Zeichen seiner Verbundenheit zu Gott hat er seine Frau umgebracht und seine Tochter und hat damit, genau wie Abraham im Alten Testament, seinen Treuebeweis zu Gott gegeben und alle haben es geglaubt. Dann kamen die Bullen im 13. Jahrhundert, dass jedes Leben, was auf diese Welt kommt, der Kirche gehört, weil die Kirche ja der Vertreter Gottes ist. Ja, und so hat sich das Ganze fortentwickelt, bis wir irgendwann mal Sklaven geworden sind. Natürlich auch durch die blutige Konditionierung. Der eigentliche Glaube und Spiritualität, das haben die Germanen gelebt in ihrer Naturreligion, indem sie sich
mit der Natur verbunden gefühlt haben, die Naturkreisläufe verstanden haben und sinnvoll mit der Natur interagiert haben. Der Islam ist genau das Gleiche, das ist von unseren Systemen gemacht worden. Da wird riesiges Leid gemacht und wenn großes Leid und Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft erzeugt wird, dann flüchten die Menschen in ihren Glauben und der kriegt dann immer mehr Kraft und was dabei rauskommt, das sehen wir jetzt. Wichtig wäre, sich davon abzukoppeln, seinen inneren Frieden zu finden und die Naturgesetze zu verstehen, ein Teil der Natur zu werden. Ja, Viktor Schauberger sagt, die können die Natur kapieren und kopieren. Jetzt möchte ich den Joe mal hören nach der Musikpause. Joe, dein Mikrofon. Ja, das waren sehr weise Worte, danke. Und ich würde das nicht viel anders sagen. Wie gesagt, ich habe ja vorher deswegen so viel auf der christlichen Welt herumgeritten, weil die Menschen, die sich jetzt vom System lossagen, aus einer christlichen Welt losmarschieren und daher diese Bilder entscheidend sind. Darüber gibt es diesen Spirit, wo keine Religion Spirit dabei hat. Der Spirit als großes Ganzes. Das übernimmt gerade unser Bewusstsein auf dem Planeten. Und da gibt es welche, die sind ein bisschen schneller und da gibt es welche, die kommen hinten noch. Und die, die ein bisschen schneller sind, die hassen halt die Erstgeborenen. Und eine Monika Unger, ein Peter Fitzek, ein Joe Kreisel, alle diese Protagonisten, da gehört der Mark Pesci oder zu, und der Santos Bonacci und alle möglichen Whistle und Truther, wie sie alle hassen. Alles ein Zeichen vom Menschensohn. Aber Menschensohn ist so besetzt, weil das klingt so nach Bibel. Aber die Bibel ist nicht so alt, wie die Geschichte vom Menschensohn alt ist. Die ist ewig. Und diese Geschichte beendet den alten Bund. Der alte Bund, das ist das, was die Menschen jetzt mit Gott haben, im Außen, wo sie alle dem Geld nachrennen. Das ist der alte Bund mit Gott. Deswegen steht am Geld Gott drauf, weil das eigentlich dasselbe ist, Mammon. Da ist Gott im Außen die Götze. Und irgendwann ändert sich das, wo sich der menschliche Geist über diese Materie drüber erhebt, wo er über den Dingen steht. Das ist doch nur Materie, ist doch nur Geld, pfeif aufs Geld. Und das ist sogar ein Betrugssystem und so weiter. Und aus dieser Herrlichkeit heraus ist er nimmer kontrollierbar, nimmer regierbar, nimmer steuerbar, nimmer manipulierbar, nimmer anspringt, weil er Gott in sich gefunden hat. Und da ist auch jeder frei, seinen eigenen Gott zu finden. Aber er wird nicht leugnen, dass er gebunden ist an irgendein höheres Wesen. Und dieser neue Bund ist der ewige Bund. Der war nie nicht. Gott hat nur geschlafen, die letzten, nach meiner Forschung, 13.000 Jahre. Und jetzt eröffnen wir die nächsten 13.000 im Sinne des goldenen Tages, des goldenen Zeitalters. So zyklisch sehe ich das. Und da sind wir Zeuge davon. Und wir sind die Protagonisten, während wir die Zeugen sind. Es ist hochspannend. Und ja, da brauche ich dann nicht mehr über Christen reden. Christen sind es nur, weil sie alle aus der christlichen Welt ausmarschieren. Sie sind genauso Juden. Jeder Mensch ist Jude. Jeder Mensch ist Christ und Jude und Moslem in einem. Aber darüber müssen wir diskutieren, innerhalb welcher Kreise man ist. Ja, also der Jude ist ja nichts anderes als, abgesehen von einer Glaubensrichtung, aber ohne Glauben. Der Jude im Sprach, im Klangfeld, nicht einmal in die überlieferten Sprachen, sondern nur in dem, was da klingt, ist der Jude in jedem Menschen die Funktion, wo er in der Lage ist, dass er sie mit dem anderen was ausmacht und sie dran hält. Dann ist er Jude. Und da brauche ich nicht über Völkerkunde was wissen, sondern das ist nur, was wir da bezeichnen. Jude. Jeder Mensch hat das. Wenn er den anderen entscheiden lässt und den anderen Schiedsrichten lässt, den anderen Richter hat, dann ist das schon nicht mehr Jude. Das ist schon eine gewisse Gefangenschaft der Juden, des Volkes Israel in Ägypten. Und Ägypten, jetzt muss ich kurz einen Schwenk machen, Ägypten, das ist Ra, da steht die Sonne Ra. Und in dieser Welt äußert sich die ägyptische Gefangenheit der Israeliten
durch die Tatsache, dass jeder Mensch im Rechtssystem einen Ra an seiner Seite braucht, damit er überhaupt zu seinem Recht kommt. Und dieses Ra ist die Abkürzung für Rechtsanwalt. Das mag witzig klingen, ist aber durchaus höher zum Sehen, dass immer noch die israelitische Gefangenschaft in Egypt, im gechippten I, aufrecht ist. Dass das nicht damals passiert ist, sondern dass das jetzt gerade passiert, im Mittelalter ermittelt wird. Und wo Rechtsmittel, Belehrungen dabei sind und Mittel. Das ist alles jetzt. Und es hört jetzt auf, durch diesen Knackpunkt, diesen Polsprung, den lang ersehnten. Und wir können zu den Mayas gehen oder zu den Hopi-Indianern. Völlig wurscht. Wir reden dann nicht mehr von christlichem Glauben oder von Moslems oder sonstige Glaubensrichtungen, sondern von einer tiefen Essenz, von einer tiefen Wahrheit, ganz, ganz viel menschlicher Geschichte, Mythen, Erzählungen, die Götterdämmerung, das ist genau dieselbe Geschichte, nur von anderen Menschen sie weitererzählt. Und das römische Imperium hat es geschafft, dass halt die Christgeschichte die wichtigste Geschichte geworden ist. Aber das heißt nicht, dass die anderen Geschichten nicht genauso richtig liegen oder die Wahrheit in sich bergen, in Form einer Essenz. Und die gibt es zum Finden, weil ja nichts wörtlich zum Sehen ist. Das hätte sich ja nie über die Jahrtausende durchgehalten, wenn das tatsächlich so passiert ist, wie wir es uns da erzählen. Und das ist ja ein übertragenes, ein geistiges Konzept, was wir uns da weiter erzählen. Ja, aber da schweift man dann schon wieder ab und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Genau. Huh, danke sehr. Wollen wir mal den Jenne das Wort geben? Und Jenne, Marc möchte auch was sagen, dass wir mal noch, Hans, du bist auch gleich dran, sicherlich. Alexander haben wir schon lange nicht mehr gehört, dass wir mal ein paar andere Stimmen auch hören. Jenne, du hast da was geschrieben und ich gebe dir mal das Mikrofon. Ja, danke. Also, wo ihr gerade über die Punkte gesprochen habt, du hattest die aufgezählt, Klaus, und egal, wo man den Punkt ansetzt, der Kreis schließt sich immer. Ja, es geht um den Aha-Moment, um die Schöpferkraft, um die Schwingung, die in der Ausgeglichenheit kommt, in die Dualität, das ist das Naturgesetz. Und somit schließt sich der Kreis immer wieder. Und das andere ist, was ich geschrieben habe, ist also, das setzt sich noch weit vor dem Heidentum an. Joe hat das gerade schön aufgezeigt. Ne? Also man hat ja, wir laufen eine Mythologie nach der anderen Mythologie hinterher. Und erst war es das Heidentum, dann kam die erste die Mythologie, dann die sie dann gemacht haben. Also da möchte ich Eva Herrmann mal zitieren, die Christianisierung, das was gar keine Christianisierung war, sondern eine Kirchisierung, wo sie das dann aufgebaut haben, ne, diesen Glaubenspfeiler, den Hauptpfeiler der Manipulation. Und und wir sind letztlich jetzt in der letzten Manipulation, die sie immer wieder aufgebaut haben, weil die Menschen diese Unterdrückung und Tyrannei satt hatten und die haben dann nicht mehr mitgemacht. Ja, und dann haben sie sich was Neues einfallen lassen, haben den Menschen Halbwahrheiten vorgesetzt und alle haben geschrien, ja genau, so ist das und zack, hatten sie alle wieder im Sack. Dann ist die zweite Mythologie entstanden. Ja, das, und dann ging das auch wieder unter. Und dann kam die dritte Mythologie und bis jetzt die vierte Mythologie. Also in unseren alten Schriften finden wir die vier Mythologien, worauf diese Weltengeschichte aufgebaut ist. Und ja, und das, also da verstehen wir dann, also da kommen wir überall raus, weil wir in der Energie und Schwingung, in der Schöpferkraft kommen. Ne, von dem wir alle ein Teil sind. Ne? Wir sind aus der Natur. Und jedes Blatt, jeder Baum, ne, jede Blume, jedes Tier und jeder Mensch, also jedes Wesen ist ein Teil von dieser Schöpferkraft. Und somit sind wir all eins, mit allen verbunden. Und das ist das der Aufstieg, den wir gerade erfahren dürfen. Ja, danke. Ja, Marc Wahle möchte was sagen und den Alexander möchte ich danach nochmal begrüßen. Marc, bitte, dein Mikrofon.
Ja, ich wollte mal sagen, also bei uns, wir haben die FDP, das waren die Kaiserlichen Fortschrittspartei. CDU, CSU war damals die Kaisertreuen. Und die Freiheit haben sich ja die Liberalen sowas von auf die Fahne geschrieben. Das ist so zum Dahinterherrennen, aber was heißt Freiheit? Nicht anderes in der Staatsführung als Untreue den Bevölkerungen gegenüber. Verstehen Sie, was ich meine? Also Untreue und Freiheit passt da irgendwie schon zusammen, ne? Danke dir, Wale. Alexander, hast du ein paar Worte? Du bist ja auch so mithören oder auch der Armin. Armin, bist du überhaupt da? Alexander möchte was sagen. Der Armin ist heute noch am Schweigen, das passt schon. Ja, Alexander, dein Mikrofon. Ja, vor der Musikpause dachte ich, da hatte ich denn, wie denn alle so diskutiert haben, dachte ich, oh Mann, hätte ich bloß nichts gesagt. aber andererseits denke ich mir, das sind alles wunderbare Gedanken, auch die Weltsicht von Joe und aber letztendlich geht es ja darum, das kommt mir gerade so, wenn irgendwann kommen wir an den Punkt. Jetzt ist es momentan noch so, wo die Denkprozesse in uns durch den Klang, durch die Worte den Weg in die Welt finden. Und wir gehen letztendlich gehen wir dahin, dass es, wenn die Worte verstummen, dann sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir uns auf eine Art und Weise unterhalten oder wo wir auf eine Art und Weise kommunizieren, die keinen Klang mehr nötig hat. Aber das hängt natürlich von einer Bewusstseinsentwicklung, von einem Bewusstseinsgrad ab, da sind wir eigentlich noch weit von entfernt. Und jetzt geht es erstmal nur darum, dass der Wandel wurde angesprochen. Da dachte ich, jo, genau das ist das, was wir jetzt gerade erleben, dieser Bewusstseinswandel. Das ist das, also ich habe bisher noch für mich noch keine schönere oder auch direktere Formulierung gefunden, was das ist. Das ist dieser Wandel, den Neil Donald Walsh so schön gesagt hat. Momentan definieren wir uns ja alle übers Haben. Ne, also haben, tun, sein. Und das wird sich umdrehen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal in der Sendung gesagt. Das wird darauf hinauslaufen, dass die Menschen sich nicht mehr übers Haben definieren, sondern übers Sein. Und wenn die Menschen sich übers Sein definieren, wer bin ich? Ne? Da sage ich ja auch immer, wir sagen ja auch nicht, wir tun glücklich oder wir tun zufrieden, sondern wir ohne dass uns das innerhalb einer Unterhaltung bewusst ist, artikulieren wir ja Seinszustände. Ne? Ich bin glücklich, ich bin zufrieden oder sonst irgendwas. Und nur ist das eben in das Tagesbewusstsein, in den tagesbewusstseinslichen Denkprozess noch nicht so richtig eingeflossen. Und darum, und das ist dieser Wandel, der jetzt gerade stattfindet, dieser Übergang, der aber sein muss. Und ich bin bei jedem, was so gesagt wurde, ist alles auf seine Art absolut richtig. Aber ich denke, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass das alles trotz seiner Richtigkeit für unser gegenwärtiges Sein, wenn es denn irgendwann soweit ist, keine Bedeutung mehr haben wird. Es wird Teil der ge menschlichen Geschichte sein, es wird Teil unserer Historie sein, aber für die Gegenwart, wo das Leben ja stattfindet, wird das so gesehen, ja, wie sagt man, eine sekundäre Bedeutung haben. Also es wird, weil das Leben sich aus dem Sein, wie Eckhart Tolle so schön sagt, aus dem Hier und Jetzt herausbildet. Und dann denke ich, wird es darauf hinauslaufen. Das ist der logische Schritt letztendlich, ja, dass wir uns denn auch, wie ein spiritueller Lehrer mal so schön sagte, dann wird Telepathie die normale Kommunikationsform werden. Und wenn das soweit ist, das bedarf natürlich einer höheren Bewusstseinsebene. Und wenn das soweit ist, dann werden all diese Dinge, die zwar in den Annalen der menschlichen Geschichte niedergeschrieben sind, für die Gegenwart keine Bedeutung mehr haben. Danke dir, Alexander. Und
Jetzt glaube ich, will der Hans was sagen. Und dann gehen wir nochmal zum Joe hin und ich bin gespannt, was der Joe so noch an Feedback gibt. Und dann möchte ich nochmal ein anderes Thema aufziehen, wenn das noch erlaubt ist, weil wir haben ja jetzt schon lange über dieses wichtige Thema ist und vor allem es interessiert ja anscheinend hier den Menschen in dieser Runde. Ja, lieber Hans, dein Mikrofon. Ja, über die Zukunft spreche ich jetzt nicht weiter, weil die ist aus meiner Sicht vollkommen offen. Da gibt es keine Selbstgänger. Aber ich finde, wenn man diese ganzen Fragen spiritueller Art einfach mal mit unpersönlichen Begriffen beschreibt, dann kann man ja genauso auch von höchster Realität, konventioneller Realität sprechen. Das ist zum Beispiel eine Terminologie aus dem Buddhismus. Und dann kommt kein Gott ins Spiel, was ja an ein spezifisches Glaubenssystem gebunden ist. Und wenn man jetzt auch mal in die verschiedenen Kulturen schaut, also zum Beispiel bei den alten Germanen ist von Odem die Rede gewesen, bei den Indern bis heute von Prana, das ist ein bekannter Begriff, spielt auch im Yoga-System eine große Rolle und so weiter. Bei den Japanern von Qi, bei den Chinesen von Qi. Und ein moderner Vater der Psychologie, Wilhelm Reich, hat es als Orgonenergie bezeichnet. Das bezeichnet aber im Prinzip alles dasselbe. Das ist die universelle Lebensenergie. Das ist ein unpersönliches Kraftfeld, könnte man sagen. Und mit dem man auch immer in Berührung ist, oder das einen selbst durchdringt, auf das man einwirkt und so weiter. Und das in positiver wie auch negativer Weise benutzt werden kann. Man sollte ja keine Illusion darüber machen, dass bestimmte Kräfte im Hintergrund auch teilweise über schwarzmagische Fähigkeiten verfügen, weil die auch wissen, wie man dieses Feld in negativer Weise zu ihren Zwecken benutzen kann. Das bedeutet dann aber trotzdem, dass natürlich alles Folgen hat, also asiatisch gedacht, Karma, alles hat über kurz oder lang Folgen. Und wenn die Motivation nicht stimmt, dann sind die Folgen immer negativ für den Urheber, über kurz oder lang. Das muss nicht immer sofort eintreten, weil es ja auch vergangene Bedingungen gibt, die auf das Jetzt sich auswirken. Also so gesehen gibt es schon so eine Art universelle Gerechtigkeit, aber da gibt es keinen persönlichen Urheber dahinter. Das sind unpersönliche Gegebenheiten und die alten Kulturen auch bei uns eben vor Christentum, Judentum wussten das, ja. Und das wurde ja auch massiv vom Christentum dann bekämpft. Ich meine, die alten germanischen Kulte sind brutal unterdrückt worden. Karl der Große hat einen 40-jährigen Krieg gegen die Sachsen geführt, mit den allergrößten Massakern. Das wurde ausgemerzt, dieses Denken. Die Schamanen, die Hexen, die Druiden und so weiter, also die besonderen Kenner dieser Gesetzmäßigkeiten, die wurden systematisch ausgerottet von der katholischen Kirche. Das sind doch die Tatsachen. Und in dem Sinne auch nochmal kurz zu Hendrik. Womit wir es hier zu tun haben, ist eigentlich eine Psychopathokratie, die bereits im Römischen Reich begonnen hat. Könnte ich jetzt viel dazu sagen. Ist auch wissenschaftlich erforscht. Es gibt zum Beispiel den deutschen Althistoriker Rolf Bergmeier, der nachgewiesen hat, Untergang der Antike, Schatten über Europa, der Untergang der antiken Welt, wie in der ausgehenden Antike die hohen Bildungsgrundlagen, da gab es ja riesige Bibliotheken, da gab es ja Schulen, da konnte ja jeder lesen und schreiben, wie das systematisch vernichtet worden ist von der katholischen Kirche in Zusammenarbeit mit dem Römischen Reich. 150 Jahre später waren fast alle Abendländer Analphabeten. Und Analphabeten kannst du natürlich extrem leicht kontrollieren und beherrschen. Und das ist dann natürlich auch passiert in dem sogenannten dunklen Mittelalter über 1000 Jahre, wo im Prinzip die katholische Kirche die Regie geführt hat. In Zusammenarbeit mit ihren weltlichen Herrscher-Marionetten wie Karl dem Großen und so weiter, die dann auch das ganze Abendland zwangsmissioniert haben. So sieht's aus. Und das ist harte Geschichte. Das ist nicht Glauben. Zu all diesen Punkten, die ich jetzt hier kurz anspreche, gibt es Experten. Ja? Und dann nach der Reformation gab es einen Einschnitt, einen gewissen. Dann sind die Jesuiten aktiv geworden, als quasi die Armee im Hintergrund der katholischen Kirche. Und darüber reden wir jetzt nicht, weil das ist ein anderes riesiges Thema, das bis heute seine Auswirkungen hat. Aber was ich dann mit dem Hendrik antworten wollte, ist, mit all den Zerstörungen, die haben nichts mit dem Normalmenschen zu tun. Die haben mit den Psychopathen in Machtpositionen zu tun. Und auch dazu gibt es die entsprechende Forschung.
Professor Andrei Lobatschewski hat ein 700-seitiges Werk dazu geschrieben, Psychopathen in Machtpositionen. Nur weil wir das über unsere kontrollierten Medien und Systeme und so weiter nicht wahrnehmen, heißt nicht, dass es nicht so ist. Und da gibt's harte Forschung dazu. Diejenigen, die wirklich für die Vernichtungen, ob Geoengineering, lügenbasierte Kriege, gelenkte Migrationswaffe und unsere Staaten zu unterminieren und so weiter verantwortlich sind, sind wenige Psychopathen in Machtpositionen. Und diese Psychopathen... Ja, hast du jetzt auch genug ausgemalt, finde ich. Wir können weitergehen. Das ist ja das, was wir gerade aufklären. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass du das immer wieder wiederholst. Also das ist, als wenn du einen Sprung in der Platte hast. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Danke. Danke dir auch. Und wir gehen weiter zum Joe. Joe Kreisel, lieber Joe. Und dann möchte ich mal fragen, jetzt erstmal noch mal kurz vielleicht deine Gedanken dazu. Und dann wollte ich noch mal auf den Update, vielleicht ein Update bekommen. Vielleicht hast du noch Informationen zu Monika Unger. Du hast den Namen heute ja schon mal genannt. 14 Jahre hat sie ja auch bekommen, was ich einfach zu viel finde. Und ja, vielleicht gehen wir da nachher auch nochmal, kriegen wir ein paar News vielleicht? Oder gibt es bei dir im Leben auch noch News? Joe, dein Mikrofon. Danke. Ja, also meine Gedanken zu dem, was wir jetzt gehört haben, ist folgendes. Mein Weltbild schaut so aus, dass sie der Geist immer dreht. Das ist ein drehendes Prinzip, wenn man das beobachtet. Also auch die Psyche, das Psyche, Cycle. Das dreht sich im Kreis und wir sagen in unserem Kopf, irgendwas radelt dahin. Und das Hirnradl, die Gedankenmühle, das ist ein drehendes Prinzip. Und dieser Geist durchwandert in meiner Welt sozusagen, in mein Weltbild, in 26.000 Jahren diesen Frühlingspunkt, dass einmal sie das ganze Firmament um sich selbst umgedreht hat. Wenn man das beobachten kann, dann gibt dann das einen super Halt. Weil gleichzeitig erklärt das, warum früher so viele schlimme Sachen passieren am Kinder. Der Geist, wenn er in diese 26.000 Jahre einmal durchtrat, dann muss er sich durch das ganze Farbspektrum durchtragen. Einmal. Das heißt, dieses Rahl, die Farbskala, muss man auffächern in einen Kreis. Und in diesem Kreis wird der Geist einmal jede Farbe durchlaufen, wenn er 26.000 Jahre braucht hat, dass er rundum fegt. Das bedeutet, dass jeder Tag des menschlichen Geistes in der Ewigkeit anders belichtet ist. In einer anderen Güte, in einer anderen Farbqualität. Und in dieser Farbqualität denkst du anders. Da siehst du andere Sachen, du siehst andere Sachen nicht und. Da kann man ein bisschen drüber meditieren, wie Farben das Sehen beeinflussen und so weiter. Dass ich in einem gelben Raum keine, also wenn ein gelbes Licht ist, sehe ich keine gelben Sachen. Und wenn sich die Farbe ändert, dann fange ich an, gelbe Sachen zu sehen. Die waren immer da, nur ich habe es nicht gesehen. Und so ähnlich ist es jetzt gerade wieder, dass sich die Farbqualität ändert in unserer geistigen Belichtung und wir werden nicht mehr so agieren, wie vor 100 Jahren, wie vor 2000 Jahren oder vor 5000 Jahren, sondern wir agieren im Zeitgeist jetzt. Und das bringt mich jetzt zu Monika, was du angesprochen hast, Klaus. Die Monika, die hat ja mit mir, mit meinem Weg, nur so viel zu tun, dass wir einander begegnet sind. Und dass da zwei verschiedene Geschichten auf gleicher Bühne passiert sind irgendwie, so die Staatsverweigerer. Und das ist interessant, weil die Monika nennt sie selber die Lebenden. Und dann treffen wir uns wieder mit den alten Schriften, wo es heißt, die Lebenden und die Toten. Das gehört nicht der katholischen Kirche, diese Geschichte. Sondern die katholische Kirche hat diese Geschichte weitergetragen. Und diese Geschichte wird nur sein, da wird von der katholischen Kirche keiner mehr reden. Weil diese Geschichte ewig ist. Dass irgendwann der Geist wieder aufersteht, der da schläft. Das Yin und Yang-Symbol ist super. Weil genau so kann man sich das super vorstellen. Dass dieses Licht, das ja immer nie, das nie nicht ist, diese göttliche Anbindung ins Überreal, oder wie hast du das genannt vorher im Buddhismus? Brahma ist ein schöner Begriff, weil Brahma ja atmet. Und man könnte sagen, der Atem von Brahma
ist einmal aus, einmal eine, einmal Yin, einmal Yang und es pendelt. In 26.000 Jahren also ein Atemzyklus. Und es geht um den Punkt, wo aus der Fiktion das Bewusstsein in die Wahrheit strebt. Weil es ist immer Wahrheit. Rundherum ist immer Wahrheit. Aber in dieser göttlichen Wahrheit passiert seit ca. 2000 Jahren das römische Imperium, wo die Menschen in Christus versklavt sind, im Namen des Vaters unterschreiben müssen. Und auch der Hindu eine Unterschrift braucht, damit er einen Telefonvertrag kriegt. Das ist alles in Christus. Und nicht mit Glauben jetzt, sondern das ist einfach eine ganz weltliche Analyse von dem, was auf der Welt passiert gerade. Der Heilige Geist macht das also. Und wenn er munter wird, hat er sie überliefert, dass dann das Ende der Welt ist, weil die Fiktion beendet wird von der Wahrheit. Auf das dürfen wir uns verlassen, dass dieses göttliche Licht, das jetzt kommt, das wieder sichtbar wird für unseren Geist, diese Güte in uns entfacht. Dass der Glaube durch Wissen, tiefes Wissen ersetzt wird. Beim einen früher, beim anderen später, aber unausweichlich für jeden Menschen, bis für alle, für jeden Vogel, für jeden Regenwurm, aber die haben nie ein Problem gehabt damit. Jetzt ist diese Zeit, auf die die Menschheit die ganze Zeit gewartet hat. Die Rainbow Warriors, genauso wie Dings, alle. Und ja, wir sind in dem Fall keine Täter, wir sind eher Symptom. Wenn wir uns selber beobachten, was machen wir da? Die Monika, ich, der Peter und andere Protagonisten, was machen die da? Die schmeißen das Leben weg und lassen sie öffentlich hinrichten. Komplett verspotten, verleumden, Ding. Das kommt sozusagen der Dornenkrone gleich, dass man die Dornenkrone aufgesetzt kriegt in dieser Phase der Kreuzigung vor alle. Und so kann man diesen Menschensohn rundherum beobachten. Und Menschensohn, wie gesagt, gehört nicht der katholischen Kirche. Das gehört dem menschlichen Geist. Dass diese innere Schwingung das Kommando übernimmt. Artus ist genau dieselbe Geschichte. Genau dieselbe Geschichte mit dem Schwert des Geistes aus dem Sturm raus. Und das würde jetzt zu weit führen, wo wir alle diese Märchen durchanalysieren wollen. Dass wir jeder sein Weg, wir brauchen miteinander über das überhaupt nicht sprechen. Es passiert sowieso. Wir tun uns da nur gegenseitig den Kreis und die Eier krallen. Weil es ist nicht notwendig, dass eine Blume der anderen erklärt, dass jetzt der Frühling kommt. Der Frühling macht es schon. Wichtig ist, dass die einzelne Blume zur Ruhe kommt und sie darauf verlässt, dass kein Fehler machen kann, außer im Weg stehen. Und dieses im Weg stehen, das sind geistige Schranken, wo man glaubt, nur irgendwelche Konzepte halten zu müssen. Aber dieses Leben, was da kommt, das hat keine Konzepte mehr dabei, weil das ist so dynamisch und in sich stimmig, dass selbst ein Konzept nicht notwendig ist. Ja, jetzt rede ich schon wieder 100.000 Sachen. Der nächste, bitte. Ja, der Marc möchte was sagen. Marc, bitte. Also so wie ich das mitbekommen habe, Jesus hat einen Vater, das ist der Herr, Gott. Seine Frau ist Magdalena. Und er hat 40 Tage in der Wüste die Verführung erlebt, diese Welt zu beherrschen. Für auch mit Satan, der der Staatsanwalt von Gott wiederum ist. Ja. Und wir haben da erlebt, dass also mit Luzifer noch eine Möglichkeit besteht, die Welt zu regieren. Das ist aber eigentliche Lichtbringer ist Luzifer. Danke dir, Marc. Ja, Joe. Oder na, der ist der Jenny, ja, Hendrik. Hendrik habe ich schon lange nicht mehr gehört. Hendrik und dann Jenne. Ja, ich glaube, wir machen es uns da ein bisschen zu einfach, immer auf andere zu polarisieren. Im Grunde ist es so, dass ein paar Psychopathen keine Macht haben, wenn niemand mitmachen würde. Das ist das große Problem. Es sind nicht die paar wenigen Schlechten, sondern die vielen Guten, die das ganze Schlechte mitmachen und da nicht rauskommen. Und da müssen wir uns einmal fragen, warum
entwickeln wir nicht den Mut und die Kraft, da rauszugehen? Warum sagt ein Polizist, der auf der Straße etwas machen soll, was man ihm vorschreibt, was aber nicht mit seiner inneren Moral stimmig ist, warum sagt er nicht, nee, das mache ich nicht? Und klar, das System räumt ihm die Rechte nicht ein, aber konsequenterweise, und da komme ich immer wieder auf ein Schlagwort zurück, es ist die Eigenverantwortung. Jeder Mensch muss prüfen, wie weit er geht, was er bereit ist zu tun. Und jeder Mensch sollte sich am Abend im Spiegel anschauen können. Das sollte seine höchste Priorität sein. Und er sollte stolz auf das sein, was er am Tag getan hat. Ich gehe den hermetischen Weg. Und in der Hermetik ist es so, dass wir sagen, jede Interaktion mit anderen Menschen soll dazu führen, dass sich die Energie steigert, dass man in einen Austausch kommt und nicht in eine Diskussion. Denn wenn wir diskutieren, dann schieben wir die gedanklichen Inhalte anderer rum, ohne dass wir eigene Inhalte haben oder eine eigene Kompetenz haben, darüber zu sprechen. Und da liegt der Kasus Knaxus. Einstein hat mal so schön gesagt, wenn die Menschen nur über das reden würden, was sie auch begreifen, dann würde es ruhig werden auf der Welt. Und es wäre gar nicht schlecht, wenn es ruhig würde und jeder mal nur bei sich bleibt, denn Eigenverantwortung heißt auch in dem Kontext, wie ich angefangen habe, nicht andere verantwortlich zu machen, sondern meine Verantwortung zu sehen und das, was andere falsch machen, in dem Bereich, wo es mir möglich ist, nicht falsch zu machen, richtig oder anders zu machen. Und nur so kommen wir da raus, aber es hat überhaupt keinen Sinn, auf andere, auf den Papst und Pipapo zu schimpfen. Ich frage mich sowieso jeden Tag, wie man noch in der Kirche auf die Knie fallen kann vor einer Kirche, die im Vatikanstaat den Sex mit Kindern ab 12 Jahren zugelassen hat. Da fehlt mir jegliches Verständnis und da komme ich immer wieder in so Situationen, wo ich sage, Mensch, es gibt überhaupt noch Hoffnung. Ja? Wenn so einfache, klare Dinge nicht gesehen werden und die Fehler immer wiederholt werden und immer wiederholt werden, was muss passieren, wenn man selber nicht reguliert? Wird es irgendwann eine natürliche Regulation geben, weil es sind Naturgesetze, alles will sich immer zum Gleichgewicht austarieren und je größer die Ungleichgewichte sind, die durch menschliches Zutun entstanden sind, desto heftiger werden diese Nivellierungen. Hast du schon aufgezeigt. Genau darum geht es, dass jeder zu sich selbst kommt und auch so den Schlüssel daraus finden kann. Und was wir tun können, die es schon verstanden haben, ist trotzdem den Leuten die Hände zu reichen und helfen, wo man kann. Ja, es gibt keine, also man sollte nicht verurteilen oder man hat ja vorher selber im selben Karussell gesessen oder im Hamsterrad gesessen oder im Leben davor oder im Leben danach. Und ja, ne, der Schlüssel ist bei jedem selber. Da gibt's ein tolles Spiel, was man anfangen kann, was die wenigsten können. Ne, vorm Spiegel stehen und sich selber wirklich in die Augen schauen und dieses Spiel anfangen, so zu sich zu kommen, unreflektiert das zu sehen und auch anzunehmen und auch loszulassen, was man da sieht. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Spielchen, aber sollte eigentlich jeder langsam anfangen. Also Hendrik, das fand ich ziemlich gut, was du da jetzt gesagt hast. Das ist nämlich wirklich die Schlüsselfrage. Diese psychopathisierten Systeme, die ja viele Menschen dazu bringen, dass sie zu blinden Gefolgsleuten werden und Dinge machen, die sie in Wirklichkeit irgendwo gar nicht machen wollen. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Aber auch da kommt jetzt wieder, schau dir mal die Aktivisten auf den unterschiedlichsten Ebenen an, egal wo, die auch wirklich Veränderungen anstoßen in bestimmten Bereichen. Die arbeiten alle mit Aufklärung, mit überzeugenden Argumenten, mit klarer Logik, mit evidenzorientierten Vorgehen, weil nur so kannst du auch einen größeren Kreis von Menschen überzeugen. Außerhalb des Insiderkreises irgendwelcher speziellen romantischen oder esoterischen Gruppen. So läuft das halt. Wir sind ja auch irgendwo in einer wissenschaftlich geprägten Welt groß geworden und da zählt nun mal Logik und Evidenz. Oder wenn ich jetzt auch wieder in den Buddhismus gehe, da gibt es eine schöne Lehre von den 3 Weisheiten, die bauen aufeinander auf. Die erste Weisheit, die hat sozusagen eine Grundlagenfunktion, ist die Weisheit durch eigenes Nachdenken. Durch eigenes Prüfen oder um mit Schopenhauer zu sprechen, durch Selbstdenken. Ein Geist, der wirklich unabhängig prüfen, checken und schauen kann. Das ist damit gemeint. Das ist die Basis.
Die nächste Weisheit ist die Weisheit durch Aufnehmen von Lehren. Niemand kann alles bloß aus sich selbst herausschöpfen. Natürlich gibt es Weise und auch sehr weise und weniger weise. Und da kann man wertvolle Anregungen bekommen. Aber um für sich entscheiden zu können, was für einen selber wirklich passt, braucht man wieder diesen prüfenden, kritischen, klaren Verstand. Und deswegen steht diese Weisheit durch Aufnehmen an zweiter Stelle. Zuerst kommt immer die Weisheit durch eigenes Nachdenken. Und die dritte Weisheit ist die Weisheit durch meditative Verinnerlichung. Hier geht man jetzt wirklich in den intuitiven Bereich, wo es darum geht, außerhalb der Konzepte die Dinge zu verstehen, indem man auch mit diesen Dingen, die ich vorher mit höchster Realität zum Beispiel beschrieben habe, tatsächlich auch mehr und mehr in Kontakt kommt. Und das finde ich eine wunderbare Abfolge, die auch wirklich alltagstauglich ist. Ich halte nichts davon, wenn man den klaren Verstand immer verdammt. Man kann genauso auch sagen, das ist ein Mittel, um die Menschen leichter manipulierbar zu machen. Wenn die Menschen ihren klaren Verstand, ihr eigenes Denken, ihr Selbstdenken ausschalten, werden sie zu Opfern. Davon kannst du hundertprozentig ausgehen. Weil wir leben in diesen psychopathisierten Systemen. Und die gilt es zu durchschauen. Und dafür muss man kritisch prüfen. Das passiert nicht einfach so. Die Frage ist, wer prüft? Ich mache seit ungefähr 20 Jahren Mentaltraining und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen keine 10% der Gedanken, die sie denken, selber denken. Das sind alles Emotionalverträge, das sind Muster, das sind angelesene Sachen, da ist keine Eigenkompetenz drin. Für mich, meine Erfahrung, die mir gezeigt hat, das Leben ist, alles das, was ich für mich als stimmig erfahren habe, wird zu meiner Wahrheit. Und die kann ich jetzt nicht groß kommunizieren. Da gilt das Prinzip der Kohärenz, die man auch in der Quantenphysik kennt. Wenn du selber ein kohärentes Prinzip wirst, indem du das lebst, was für dich stimmig ist und was zu dir gehört, dann wirst du auch auf andere Menschen reflektieren, denn sie wollen sich genauso wie alles in unserem Universum nach oben entwickeln und sie suchen nach Ordnungsmaßstäben, die sie integrieren können, an die sie sich orientieren können. Und das hat mit Wissen nun einmal gar nichts zu tun. Und auch was Buddha gesagt hat, diese buddhistischen Lehren, alles schön und gut, aber am Ende kommt raus, dass du dich für das entscheiden sollst, was für dich nach deiner eigenen Prüfung für stimmig abgelaufen ist und was du für dich vertreten kannst und mit gutem Gefühl machen kannst. Und nur darauf läuft raus. Und da brauche ich nicht wirklich einen Kopf, sondern da muss ich einen Zugang zu meinem Herzen kriegen und die ganzen Schmerzen, die da drin begraben sind, rausschmeißen. Ja, ich muss mich befreien von den ganzen alten Hypnoseprogrammen, die man mir auferlegt hat, ob das meine Eltern, der Kindergarten, irgendwelche Dinge waren. Man muss aus diesen Dingen rauskommen und es ist ein langwieriger Prozess. Deswegen finde ich es wichtig für alle Menschen, die schon auf dem Weg sind, nicht groß auf Symposien aufzutreten, sondern in kleinen Gruppen die Menschen an sich teilhaben zu lassen, ja, und dann individuell auf die Menschen einzugehen, um ihnen die Hand zu geben, sie zu führen, ja, dass sie ihren eigenen Weg gehen können und selbst in sich zu einer hohen Ordnung kommen. Ja, da habe ich jetzt keinerlei Widerspruch. Aber das war jetzt wahrscheinlich auch nicht als Einwand gemeint, soweit ich dich verstehe. Aber was ich dazu höchstens sagen würde, ist, ich meine, persönliche Erfahrungen, klar, um die geht es natürlich letztlich immer. Das habe ich ja vorher auch gesagt. Es geht um dieses intuitive Schauen. Und das andere ist eigentlich nur Vorbereitung, auch der kritisch prüfende Verstand. Aber er ist eine wichtige Vorbereitung. Und in vielen spirituellen Szenen, die ich kenne, auch vielfach hier, wird der sehr stark abgewertet. Und da mache ich schlicht und einfach nicht mit, weil ich da einen anderen Hintergrund habe. Und den habe ich ja gerade auch zusammengefasst. Aber wenn man in solche Diskussionen jetzt eintritt, öffentliche oder auch im privaten Rahmen, finde ich, sollten eigene Erfahrungen oder das Behaupten eigener Erfahrungen immer ein bisschen außen vor bleiben. In der alten buddhistischen Ordensdisziplin gibt es die Regel, dass jemand, der die endgültigen Befreiungsstufen erlangt hat, es nicht kundtun darf. Das ist ein Ausschlussgrund aus dem Orden, wenn er das tut. Ja, natürlich. Weil, das ist ja daraus, dass der Schlüssel endlich durchbrochen wird. Und, ja, weil es, womit man überzeugt in einem Gespräch, das sollte einzig und allein die Qualität der Argumente,
Natürlich strahlt man selbst auch immer irgendetwas aus, logisch. Aber auch das kann unterschiedlich empfunden werden. Der eine findet den einen Menschen überzeugend, der andere nicht. Es gibt auch die berühmtesten Meister, die sich nach einer gewissen Zeit als große Scharlatane herausgestellt haben. Gerade im Buddhismus seit kurzem riesige Zhigar Rinpoche. Da sind riesige Dinge an die Öffentlichkeit gekommen, was der alles angestellt hat mit seinen Schülern. Die haben es dann schließlich an die Öffentlichkeit gebracht. Das war jetzt wirklich einer der größten Meister, sage ich mal so. Also viele haben ihn so gesehen, ich habe ihn nie so gesehen. Also da kann man sich schwer täuschen mit dem Charisma und der Ausstrahlung und sonst was alles der Menschen. Auch die größten Psychopathen können eine enorme Ausstrahlung haben. Davon mal ganz abgesehen. Ne? Ich meine, ja, die Hitler-Truppe ist ja ein bestes Beispiel dafür. Hans, aber jetzt mal betrachtet, ne, wenn es uns doch gut geht, allen gut geht, dann würden wir gar nicht heute, glaube ich, über dieses sprechen. Auch wenn die Menschen jetzt plötzlich, es geht darum, ein Mensch kann eigentlich erstmal nur in seiner Mitte hereinkommen, wenn er angstfrei lebt. Und wir haben hier eine angstbasierte Gesellschaft. Ganz egal, welche Geschichte wir da jetzt rausrücken, das ist das Verhalten von uns Menschen und warum wir so sind. Ja, weil wir in Abhängigkeit sind. Das sind die Nebenwirkungen in dem Außen, die 3D, die wir sehen und selber einzeln für uns erleben. Warum? Können wir nicht es schaffen, dass es erstmal allen Menschen Essen, Trinken, Dach über dem Kopf einfach das Grundding ist und die Mobilität gewährleistet werden würde, ne? Dann würde sich die Welt von heute auf morgen auch ändern. Selbst der größte Egozentrik wird irgendwann mal verstehen, das ist nicht mehr wichtig, sondern man kann ja alles tun. Ja, der Mensch muss doch erstmal lebendig werden dürfen und das kann man doch ordentlich machen. Ne? Eine Natürlichkeit mehr auch in der Außenwelt, in der 3D-Formen. Ne? Wo ist das Problem? Wir sitzen doch, und das erkennt doch jeder Kleinste, sogar Junge, dem Mädchen, ne? Dass wir eigentlich dumm sind, wir Menschen, wenn wir in die Welt schauen, wie die Welt heute funktioniert, besser gesagt auch nicht funktioniert. Und wie sollte sie funktionieren? Ne? In Harmonie, ne? Ein Miteinander, nicht mehr konkurrieren. Es ist alles da, zusehen, dass unser Zuhause schon ordentlich wird, selbst die Städte wunderschön gestalten. Ne? Die Kriminalität wird da gar nicht dann existieren. Ja, die ist ja gemacht, alles das. Und das erkenne nicht nur ich, das erkennen auch mit Sicherheit gewisse Wissenschaftler. Weil das geht ja um unser Verhalten. Was leben wir? Jetzt sind wir hier unterschiedlich. Wir sind Menschen, die sind auf dem Weg, in dem sie sagen, ich möchte einen natürlichen Weg machen, ordentlichen Weg, ich bin bewusst, ich schmeiß nicht einfach Müll raus. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch jetzt, so leben wir ja. Ne? Wir haben viel Müll, alles. Aber muss das alles sein? Das sind ja alles diese Dinge, die dürfen wir mal lernen zu verstehen. Wir leben ja nur in Firmenkonstrukten, Geld, 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 Geld machen. Ja, das ist der Ist-Zustand. Und da haben die Leute Angst, plötzlich ihre Existenz zu verlieren. Das ist auch der Ist-Zustand, wie wir heute leben. Ja, und das ist doch die größte Dummheit. Ja, also, wenn das verstanden ist, dann wird man auch diese Religion ganz anders betrachten. Denn wir haben ja auch Geschichten gehört über diese Religionen heute. Und kann man dann sagen, sind denn die Religionen das Richtige? Wenn man mal reinschaut, wenn man versteht, dass die Welt so funktioniert, was wir an Bedürfnissen haben und an Respekt miteinander, dann würden wir Menschen gar nicht mehr, ja, diese Lebensart ganz schnell ablegen. So mal meine Worte. So, lange ausgeführt. Joe, lebst du noch? Musik. Yay, daraufhin habe ich schon vorhin dran gedacht. Und Musik ab, yay. Und welcome to freedom. Bis dahin gleich, wir hören uns. Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht zack ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben es irgendwie kapiert.
weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehren vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sich, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. Die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. Das ist Welcome to Freedom. Wer war da? Wer möchte was sagen? Hallihallo. Hans, noch ein bisschen Geduld. Ja, wir wollen ja den Joe, wir haben ja eine Sendung mit dem Joe einmal. Und wir haben Musikpause. Welcome to Freedom, Joe Kreisel, Freeman, Austria, Sprache, Musiker, haben wir ja jetzt zweimal gehört. Juhu. Ja, möchte noch einen Hinweis geben für morgen. Da ist der Dr. Klaus Volkammer ab 19 Uhr. Da. Und wer aus der Gegend von, wie heißt das, ich schaue gerade nochmal, das ist erstmal, da steht Mutter Erde Sommerfestival und das geht 3 Tage lang, gemeinsam ein Wochenende in einer schönen Umgebung, Top-Referenten, Top-Themen und da heißt es dann morgen ab 19 Uhr Dr. Klaus Volkammer hier im Seebauer Hotel. Das liegt in 8565 in Wendling. Da dürft ihr mal reinschauen. Es ist eine schöne Umgebung auch und kann man empfehlen. Und ja, vor allem die Referenten. Das Programm Robert Stein ist dann da. Dann haben wir den Andreas Nuss, Baummüller da. Oliver Barz ist auch vor Ort. Jesse Mason und Traugott Ickeroth. Oh, ja, tolle Themen, wie ich das so sehe. Schaut mal drauf. Und nun, Joey. Nicht Joey, Joe Kreisel, das Mikrofon mal für dich. Und vielleicht gibt es ja auch was zu Monika Unger noch zu sagen. Die Situation, wie du sie so siehst, bin gespannt. Ja, ich habe keine aktuellen Neuigkeiten von der Monika. Ich weiß nur, dass sie immer nur in Untersuchungshaft oder beziehungsweise in Haft ist und angeblich im Herbst Berufungsverhandlung passieren wird gegen das Urteil mit die 14 Jahren. Letztlich glaube ich, dass dieses Urteil aufgrund von Untauglichkeit einfach aufgehoben werden wird.
und man wird sie heimgelassen müssen. Das ist bei weitem überzogen, weil ja die 2 Jahre, die sie jetzt schon im Gefängnis ist, das ist ja mindestens schon zu viel. Der erste Tag war schon zu viel, aus meiner Sicht. Wobei, sie hat es auf einen anderen Weg gesetzt, in ihrem Streben nach Freiheit. Das dürfen wir jetzt einem Menschen eigentlich nicht vorwerfen, weil es war auch ein friedlicher Weg. Sie hat vielleicht damit gespürt, dass ein anderer dann die Gewalt, die sie bräuchte, um ihr Ziel zu erreichen, übernehmen würde, indem sie vielleicht den Putin gebeten hätte. Aber das sind lauter so Gedanken, die man halt schnell einmal hat, gell? Wer konnte mir helfen? Und alles. Der Weg in die Freiheit ist für jeden Menschen vorgesehen. Immer schon da gewesen. Nur er wurde nicht gesehen in den Büchern. Das war eben meine hehre Aufgabe, dass ich das auserlesen habe dürfen aus den Büchern, wo der Ausgang beschrieben ist und vorgeschrieben ist. Man würde die Monika nicht mehr im Recht sein wollen, dann war es wahrscheinlich ganz schnell anders, die ganze Situation. Im Spiegel des großen Universums, in der Maya, die jeder von uns selbst quasi gespiegelt kriegt, kann man in ihrer Maya sehen, dass sie offenbar noch in gewisser Maßen irgendwo gefangen ist im Geiste, weil sonst würde ihr die Maya das nicht spiegeln, diese Gefangenschaft. Ich für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich bin immer wieder am Staunen, mit welcher Macht dieses Gottprinzip mir jeden Tag widerfährt. Dass einfach Synchronitäten passieren, sogenannte Zufälle sind, wunderbare Begebenheiten, wo einfach alles float, alles superklasse ist. Und dieses Paradies auf Erden, da darf man schon ein bisschen reinschnuppern. Also ich empfinde es so. Ich würde gerade überhaupt nichts ändern wollen. Es ist alles perfekt eigentlich. Außer, dass halt die anderen Menschen noch schwierig haben. Und dass so viel Leid und Elend passiert auf dem Planeten. Aber das liegt nicht in meiner Macht, dass ich das ändere. Die kann mich nur aushalten, so gut es geht. Und hin und wieder mitmachen und reden und erklären und da sein. Aber ansonsten können wir nicht den letzten Menschen auf der Welt aufwecken gehen. Es wird uns nicht gelingen. Und die andere Richtung ist zurück zu uns selbst, in die Mitte, in der Mitte die Ruhe finden und aus dieser Ruhe außer das verwirklichen, was sie verwirklichen will durch uns. Auch nicht auf irgendeinen Befehl warten oder so, sondern es geschehen lassen, ohne sich gehen zu lassen. So würde ich das beschreiben, was wir jetzt tun können. Ich wünsche der Monika nur ganz viel Kraft, die wir jetzt nur brauchen, bis wieder heraus ist und keiner weiß, wie lange das dauern wird. Genau. So gesehen passiert gerade ein bisschen die Richtungsweisung im Sinne des jüngsten Gerichts, wie man es uns erklärt hat, dass aus der Sittlichkeit heraus das Bewusstsein sprechen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, dass sie jeder danach ausrichten kann. Das hat jetzt nichts mit Todesurteilen oder so zu tun, sondern wenn man was richtet, dann passt es noch. Und die geistige Sittlichkeit ist eine andere Beschreibung für Sitzen zur Rechten Gottes. Daher kann man sie danach ausrichten, wenn man bereit ist dafür. Und den Rest ergibt sie, also der Rest ergibt sie dann aus der entsprechenden Maya, aus diesem Resonanzprinzip, das darauf antwortet, wie der eigene Geist schwingt. Auf das kann sich jeder verlassen, dass das immer in purer Resonanz passieren wird. Da bin ich gerade und das studiere ich. Im Sprachzusammenhang natürlich, gell, wie klingt was, wie sage ich, wie hört sich das an. Das ist voll spannend für mich gerade. Mit dem bin ich viel mehr beschäftigt als mit irgendwelchen gescheiten Gesprächen. Da haben wir eh schon so viel geredet. So gesehen ist das, glaube ich, nicht mehr so notwendig. Die Menschen dürfen jetzt in ihrem Tempo in ihre Richtungen, also nicht in ihre Richtungen, sie ausrichten aus ihren verschiedenen Standorten, wie jeder woanders steht. Und da kann er sich halt hin und wieder mal daher ausrichten. Wie er sich dann verhält, ist wiederum sein persönlicher Luxus.
Da darf man ihm vorschreiben, was er zu tun hat. Das sind alles nur Angebote. Genau. Wunderbare Angebote. In einem riesenbunden Kaufmannsladen. Der Freiheit. Danke. Darf ich auch noch was sagen? Ja, bitte. Ich wollte nur eins, weil ich bin ja in der BRD in der Bayern. Wir haben ja FDP. Wir haben ja Liberale. Liberale, das ist ja das Beste. Ist ja ein Staat, der dich beraubt, privatisiert und dann für die Genossen haben sie ja nicht, sondern Unternehmer und Industriellen das ganze Geld zuschaufelt und sagt, das ist Freiheit. Freiheit, sagt dann auch die Friedrich-Naumann-Stiftung, das ist Freiheit. Ich sage halt, das ist Untreue. Ein freier Mensch mit einem starken Staat, das ist schon was wert. Also wenn der Staat das Gerüst bildet, an dem wir vergeistigen und wieder in die Materie fahren. Aber ja, das wollte ich mal loswerden. Das tut mir leid. Ich muss dir dazu sagen, es ist ein kleiner Widerspruch, gell? Nee, die Freiheit, sich. Die Freiheit im Staat ist schon keine Freiheit mehr, weil Freiheit würde bedeuten, uneingeschränkte Möglichkeit der Entfaltung. Und mit einem Staat hast du schon eine gewisse Grenze, innerhalb derer du dann frei sein willst. Das heißt, du kannst diese Freiheit immer nur innerhalb dieser Grenze genießen. Freiheit im Staat ist Unmöglichkeit. Außer du definierst Freiheit wieder anders und sagst verschiedene Freiheiten. Aber das ist nicht Freiheit. Die Freiheit, das haben wir heute schon irgendwann einmal gesagt, niemand von uns kann sich daran erinnern, wie tatsächliche Freiheit schmeckt. Das ist ein Traum, das ist nur eine Vision von uns, weil das ist richtig groß. Und wir werden uns vielleicht wieder daran erinnern. Aber was wir jetzt unter Freiheit verstehen, ist ein Pipifax davon. Weil ja immer noch viel, viel rundherum Strukturen sind, die so wie das Internet zum Beispiel, was uns jetzt verbindet. Keiner von uns hat das gemacht, aber es funktioniert und wir benutzen das. In unserer Freiheit war das nicht möglich gewesen. Und diese Freiheit bedient sich jetzt diese alten Strukturen, um es aufzulösen oder besser zu machen oder zu verändern. Das passiert im Gleichklang miteinander, in parallelen Dimensionen quasi. Das eine ist schon im Geist frei und das andere ist nur in der Materie gebunden. Und so wird sich das jetzt langsam weiter aufdröseln. Das ist spannend zum Beobachten. Also es ist weder gut noch schlecht. Kommt immer darauf an, was man dann daraus macht und wie man damit umgeht. Ja. Joe, der Wahler hat, so wie ich das verstanden habe, gemeint, dass ein stabiler Staat was Gutes ist. Und Grenzen haben wir schon in dem jetzigen Ist-Zustand. Ich denke, das kann aber ein Übergang sein. Ein stabiler Staat kann Sicherheit erstmal geben, weil die Menschen sind ja nicht von heute auf morgen sofort in diesem Bewusstsein. Es ist ja alles eine Zeitfrage, wie weit die Information dann erkannt und dann auch gelebt wird. Ne? So sehe ich das, um den Weg dorthin zu bekommen. Ne, kann eine gute Gemeinschaft statt Staat, wenn man das so benennt, ne, aber eine Gemeinschaft oder Menschen, ein Dorf, so wie wir Dörfer definieren, auch das, die Möglichkeit haben, dass wir das erkennen und auch leben. Verstehst du? So sehe ich das auch in dem jetzigen Verlauf der Zeitlinie. Ja, aber dafür ist Österreich super. Österreich ist ein super Staat, wo man das trainieren kann. Das meine ich damit. Da brauche ich doch nichts Neues erfinden. Richtig. Das sind die bestehenden Grenzen. Ne? Und Wale, so wie ich ihn verstanden habe, hat gemeint, dass ein gesunder Staat, ne, wenn man eine gesunde Struktur aufbaut, was Wichtiges ist. Und das sehe ich auch so. Und das ist die Freiheit, in dieser Gemeinschaft dann zu leben oder erkennen zu können. Und das ist jetzt, glaube ich, der Entwicklungsprozess der Menschen, dass sie das bald hoffentlich erkennen, ne? Oder? Ja, dass man erkennt, dass es eine fiktive, konventionelle Partie ist, die da gespielt wird. Und dass in Wahrheit was halten sollte. Deswegen, ja, der Blick aus der Fiktion in die Wahrheit, dieses nach der Wahrheit streben, das ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass sie was tut. Und wir können es schwer beschleunigen. Das ist das, was mich hin und wieder ein bisschen zermürbt hat. Dass man sich denkt, das können wir beschleunigen, aber da braucht
der große Geist braucht da seine Zeit dafür, dass das schön langsam und smooth durch alle Schichten durchpassiert. Und auf das können wir uns auch verlassen, dass das passiert. Weil sonst weiß ich ja nicht. Sonst darf man über das jetzt nicht sprechen. Genau, hauptsache nicht drüber aufregen. Absolut, sehe ich auch so. Aber jetzt geben wir das Mikrofon mal. Wer mag, Alexander haben wir schon lange nicht mehr gehört. Als denn der Mikrofon und dann der Marc hat schon geleuchtet. Noch wer wieder was sagen möchte? Oh ja, da gebe ich gleich das Wort sofort rein. Alexander, du da? Ja, ich bin da. Also zu dem Gesagten, da eigentlich kann man dem Ganzen ja gar nichts mehr hinzufügen, weil letztendlich, alles ist irgendwo gut und richtig und hat seine Daseinsberechtigung und letztendlich jeder hat so seinen Standpunkt im Leben und alles ist immer jetzt und ich muss dem Joe allerdings zustimmen, ich sehe das genauso und mir kam gerade noch der Gedanke, jetzt hätte ich ihn beinahe vergessen, der menschliche Verstand denkt ja linear, so. Und ab den höheren Existenzebenen, wo Zeit und Raum nicht mehr existiert, ab der sechsten Dimension, das ist für den Verstand, der denkt dann, was soll das jetzt? Aber diese Existenzebene gibt es ja wirklich. Und da entwickeln wir uns dahin. Spätestens ab dann werden all diese Dinge, die wir heute besprochen haben, nicht hinfällig, sondern sie sind einfach, nicht mehr wichtig, sagen wir es mal so. Aber es ist dennoch interessant, so zuzuhören, welche Perspektive jeder so auf das Leben, auf die Dinge nimmt. Und es gäbe noch so viel zu sagen. Okay, erstmal hierhin. Hat es dir gefallen, Alexander? Wir machen schon bald die Schlussrunde, weil ich sehe, ich weiß ja nicht, wie lange der Joe Zeit hat. Joe, wie lange hast du noch Zeit? Ich muss halt bald ins Bett, weil ich ein Baustil hab daheim, gell, also ich habe nicht mehr viel Zeit, leider. Leider habe ich nicht viel Zeit. Dann machen wir jetzt die Abschlussrunde. Alexander, noch ein paar Worte und wie hast du es gefunden? Und ja, danke, dass du da warst. Ja, ich danke ganz herzlich dafür, dass ich dabei sein durfte. Und ich fand es wirklich super interessant, sehr informativ und was ich ganz toll finde, ist, gerade auch wenn es zu einer hitzigen Diskussion kommt, dass der Joe trotzdem immer ruhig bleibt, immer sachlich bleibt, immer die Dinge auf alles eingeht, aber niemandens Meinung zerredet. Also ich finde deine ganze Art und Weise, lieber Joe, finde ich super. Und daran können sich viele ein Beispiel nehmen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst heute, dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, eine erholsame Nachtruhe. Und schönes Wochenende. Wir haben ja bald morgen Wochenende. Alles Gute für dich. Ich danke dir ebenso. Ich kann vielleicht dazu nur eine kleine Anekdote erzählen, weil wir heute schon mal über Logik, den klaren Verstand und so gesprochen haben. Ich habe ja parallel mit meiner Freeman-Erklärung seinerzeit begonnen, in die Sonne zu sehen. Und dieses Sungazing, gleichzeitig was uns die Kirche immer verboten hat und jeder gewusst, schau nicht hin, wie es blind. Dieses Sungazing hat wunderbare Dinge gemacht mit mir. Das kleine Rechenbeispiel, das ich gerne erzähle, ist das, wenn man sein Obergeschoss, Auge, mit Sonne synchronisiert, in Sonnenlicht badet, Sol, also SOL für Sonnenlicht und Aug für Obergeschoss. Und man schmeißt dieses Og in Sol ein, dann steht da Sogol. Und Sogol, diese Schwingung, spiegelt sie als Logos. Wer mit seinem Auge in die Sonne sieht, stimuliert damit seinen Logos. Der klare Durchblick, die Clear-Sightedness oder Hellsichtigkeit, der reine logische Verstand, das wird da voll triggert. Man synchronisiert sein Auge mit Alpha, mit dem Zeitgeist und wird damit zum lebendigen Alpha-Omega auf Erde. So einfach ist es. Und das sollte jeder Mensch nach seinem Ermessen einfach tun. Das ist jetzt kein Oberlehrer-Gag von mir, weil mir ist es wurscht. Mir kann es egal sein, ob das wer tut oder nicht, wie ich mache es eh. Aber ich kann nur aus Erfahrung sprechen, was hier passiert mit uns.
sonst die Sonne da wirklich ganz massiv helfen kann, auch im Empfinden der geistigen Ruhe, vom geistigen Fokus, von Denkkraft, von Eingebungen, die da sind, das würde ich jedem Menschen empfehlen. Also jetzt gar nicht irgendwelche gescheiten Bücher lesen, sondern wenn möglich einmal am Tag, in der Früh oder am Abend in dieses Licht sehen. Und da drin ist der Geist für alles, was noch auf uns zukommt. Genau, danke. Super Worte, danke dir, Joe. Schauen wir mal, ob der Armin da ist, ob der ein paar Abschlussworte hat. Ja, da ist er. Armin, deine Worte. Sehr, sehr spannende Sendung. Ich finde auch die Ruhe vom Joe wirklich gut. Und auch die kontroverse Diskussion fand ich auch gut. Manchmal kam es mir fast ein bisschen zu emotional vor. Also nicht vom Joe, sondern eher mehr vom Hans kam es ein bisschen emotionaler vor. Bezüglich der Freiheit, absolut. Das, was wir uns momentan noch vorstellen können, ist ein Pipifax zu dem, was geht oder was möglich wäre. Und bezüglich dem Geist, da stimme ich auch zu, weil man sieht es ja allein an uns, wenn wir in die Welt gehen und mit den Leuten reden, von den meisten Dingen, die wir so besprechen, hat der große Teil überhaupt keinen blassen Schimmer. Und da sieht man es ja schon. Und das ist, denke ich mal, auch die Herausforderung. Oder das ist, ja, das ist echt eine Herausforderung, hier ruhig zu bleiben und demjenigen einfach nur einen Schlüsselreiz zu geben, dass er selber zum Nachforschen beginnt. Ich brachte nur einfach mal, um ein banales Beispiel zu nehmen, einfach nur den Trachtenverein, also Streckenposten. Die Österreicher sagen Kieberer dazu, bei uns sonst die Bullen. Wenn man allein die betrachtet, da ist auch ein Wandel da. Also ich kenne ein paar, die das schon alles hinterfragen, das ganze System. Aber da gibt es auch noch ganz, ganz, ganz viele, die einfach nur nach Schema F hantieren. Und das dauert einfach eine Zeit. Und natürlich ist es uns, die wir schon ein bisschen länger in dem Thema stecken, einfach immer viel, viel zu lang, wie lang das dauert. Aber das muss wohl so sein. Und ich habe heute mit einem unserer Mitbewohner diskutiert. Da ging es dann auch über und Merkel und was die alles macht und Scheiße und jetzt zittert sie und bla bla bla. Dann habe ich gesagt, ich bin eigentlich froh, dass die Merkel da ist. Also ich befürworte jetzt nicht ihre bescheuerten Handlungen. Ich finde das schrecklich, die Frau. Also nur um das mal klarzustellen. Aber die Leute wachen aufgrund dessen, dass so schlimm wird, auf. Und offensichtlich brauchen die Menschen eben diesen Anreiz, um einfach mal ins Denken zu kommen. Das darf man einfach auch verstehen. Auch die ganze Geschichte da in Österreich mit dem Kickel und so weiter und dem, was da alles abgelaufen ist, ist ja echt furchtbar. Strache heißt der. Strache unter Kickel, der war ja echt gut. Aber das mit dem Strache, was da abgelaufen ist, das war ja auch nur eine publige Inszenierung. Und aufgrund dessen werden aber auch die Leute wach. Und das ist wiederum gut. Und ich danke dir, Joe, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich danke auch dem Klaus, dass er hier diese Plattform zur Verfügung stellt, wo wir so schön miteinander quatschen können. Danke, danke, ebenso, ja. Ja, danke dir, Armin. Und dann gehen wir weiter zum Hans. Hans, dein Mikrofon. Ja, hallo. Ja, ich fand es eine gute Runde. Ich würde mal vorschlagen, nehmt mal die Form nicht so wichtig. Wir sind hier alle gut gewillt. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen emotionaler werde und dass ich daran auch arbeiten muss oder sollte. Aber das sollte man jetzt auch nicht überwichtig nehmen. Im Buddhismus gibt es auch tolle Lehre. Eines der kardinalen Hindernisse, um die endgültige Befreiungsstufe, wie es dort heißt, zu überwinden, ist die Fixierung auf die äußere Form. Darüber sollte man mal tief nachdenken. Wo wir überall auf äußere Formen fixiert sind und nicht wirklich auf die Inhalte achten. In allen Gesellschaftsbereichen und auch in menschlichen Interaktionen. Und wie leicht man dann auch reinfallen kann auf Geschichten. Das mal nur so nebenbei. Ein anderes dieser kardinalen Hindernisse ist die Manipulierbarkeit oder die innere Unklarheit. Das heißt, wenn man nicht wirklich klar im Geist ist, und dazu gehört auch das begriffliche Nachdenken, dann wird man manipulierbar.
Und wenn man manipulierbar ist, kann man nicht diese endgültigen Befreiungsstufen erreichen. Aus buddhistischer Sicht, wie gesagt. Aber das nur so nebenbei. Ich fand die Runde super. Will mich hier auch bedanken. Nochmal bei Klaus für diese ganze Plattform. Finde ich klasse. Zu dem, was du da zuletzt gesagt hast, da wollte ich eigentlich noch, einfach noch kurz sagen, das ist rührend. Bei dir ist es ja auch vollkommen ernst, dieser Wunsch. Warum kann es nicht anders sein? Nur Schopenhauer hat mir aber gesagt, wir sind metaphysische Tiere. Das heißt, ein Mensch weiß, dass er stirbt. Und weil er das weiß, macht er sich Gedanken über das, was danach kommt. Das kann keiner verhindern. Du kannst dann alles Mögliche glauben, ewiges Leben, ewiges Nichts, wie die Atheisten, Wiedergeburt, wie auch immer. Mit hundertprozentiger Sicherheit weiß man es dann nicht. Ne? Das eine ist plausibler als das andere, aber da gibt es keine Möglichkeit, das mit absoluter Gewissheit herauszufinden. Aber der Mensch weiß das und deswegen wird er auch immer spirituell orientierungsbedürftig sein. Außerdem ist er geboren mit bestimmten, also aus buddhistischer Sicht hat er Buddha-Natur, er ist im Prinzip absolut frei. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich gewisse Hemmnisse. Wir neigen alle auch zu Gier, Hass, Neid, Stolz, Eifersucht und so weiter. Und das führt zu unweisen Handlungen. Und die haben ungute Rückwirkungen auf uns selbst. Und das bedeutet einen Zustand von Unfreiheit. Und aus diesem Grunde ist man natürlich auch immer irgendwo auf Suche. Das kann man nicht verhindern. Das kann man sich auch nicht wegwünschen. Das ist einfach eine Tatsache, die man anerkennen muss. Und da muss natürlich jeder für sich schauen, der Typ, der er ist, welcher Weg passt für ihn am besten. Und auch da kommt wieder das klare Denken ins Spiel, um das für sich wirklich entscheiden zu können. Und dass man aufpasst, dass man nicht manipuliert wird. Das zum Abschluss und ich wollte mich nochmal bedanken, fand es eine super Runde und schönen Abend noch. Danke dir und Germane möchte noch ganz schnell was sagen, und aber dann müssen wir rüber zum Hendrik. Ja, ich möchte noch schnell was sagen. Ich gebe dir teilweise recht, Hans. Allerdings ist es halt so, dass diesen spirituellen Aspekt und den Anbindungsaspekt, der wird ja oftmals übersehen. Und nur mal als Beispiel, wir hatten neulich, vor 2 Tagen, war der Vortrag über die Grabovoi-Zahlen. Ich habe die nochmal ausprobiert mit dem Thema, also mit der Intention oder mit dem, ja, besten Weg, der da eben empfohlen würde. Und ich muss sagen, es funktioniert. Und gestern habe ich einen Beitrag gesehen bezüglich der Pflanzen, die eben mittlerweile, das ist eine Schweizerin, die bei BewusstTV steht, der zum Anhören dauert nur eine halbe Stunde, relativ kurz, dass die sagt, wir müssen die ganzen Pflanzen überhaupt nicht konsumieren, sondern es reicht, wenn wir uns mit dem Bewusstsein hier verbinden mit den Pflanzen. Und dann hat man denselben Effekt letztendlich. Letztendlich Dankbarkeit und hallo, hier bist du, also die Wahrnehmung dessen. Das ist ja auch bewiesen durch CIA-Experimente mit Pflanzen. Die Pflanze konnte ganz genau, also die ist ausgeschlagen, wo dann aufgekommen ist, dass derjenige, der die eine Pflanze zerstört hat, letztendlich im Raum war. Also die Pflanzen haben ein Bewusstsein und wir sind alle miteinander verbunden. Und auf das läuft es halt auch hinaus, dass wir uns dessen langsam wieder bewusst werden dürfen. So, okay, weiter im Text. Danke dir, Germane, für deine Worte. Und wir gehen jetzt direkt zum Henrik rüber. Oh, so, Henrik. Dankeschön. Ja, kam noch mal kurz zum Abschluss mit den Pflanzen. Es ist vollkommen richtig, aber wir müssen uns erst noch qualifizieren, um dahin zu kommen. Und dazu müssen wir einfach einmal auf die kausale Grundebene gehen. Und da habe ich eben auch in meinem Buch Ich bin Mensch auf die Kausalitätsbezüge mal abgespielt. Ich habe auch heute gesehen, das ist hier noch nicht wirklich verstanden. Denn wenn ich aus diesem Kuhstall raus will, muss ich das erst einmal alleine machen. Der Joe ist ein wunderbarer Mensch, den man dann in der Freiheit trifft, von dem man sich Impulse holen kann, von dem man sich Erfahrungen holen kann, die einem draußen weiterhelfen. Aber solange man im Kuhstall ist, bringt es noch überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, da wird es eher noch zur Gefahr. Und das ist eine Sache, dieser Weg der Befreiung, dem muss jeder Mensch für sich selber gehen. Jeder Mensch muss die Verantwortung dafür selbst übernehmen, nicht in Gruppen. Er muss die Dinge tun, die für ihn möglich sind, und er muss ein Langzeitziel im Kopf haben. Und vor allem, er muss es aus
spüren, nicht mit dem Kopf. Ich habe das, glaube ich, auch in dem Buch sehr schön beschrieben. Der Großteil, der geht nur über die Gesetze, die letztendlich jemanden dann auch die Sicherheit geben, zu einer Entscheidung zu kommen. Mehr bedeuten diese Gesetze nicht. Ja? Wenn man diese Gesetze umwandeln will, gegen den Staat agieren will, dann führt man einen Don-Quixote-Kampf, der nie zu irgendwas bringen wird. Die liebe Unge ist leider ein Beispiel dafür. Die hat sich hier einfach angelegt mit einer viel zu großen Macht. Das wird nicht funktionieren und muss natürlich auch sein. Es gibt verschiedene Befreiungswege. Aber das Wichtige, auf was wir im Grunde raus müssen, ist, und da kann ich mit dem Wind nicht konform gehen, dass wir die Politik noch weiter akzeptieren, dass wir noch zentralistische Systeme akzeptieren, denen wir uns unterordnen. Wir müssen selbstverantwortlich sein. Wir brauchen die Dezentralität, kleine Gruppen, die sich aus ganzen und heilen Menschen zusammensetzt. Und nur so kann erst was Neues entstehen. Solange wir in dem politischen Geschehen drinnen sind, sind wir noch im Stall. Und da werden wir nie zu der Freiheit kommen, die wir uns wünschen. In diesem Sinn hat mich heute auch sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Danke dir, lieber Klaus, und natürlich auch den Joe. Vielen, vielen lieben Dank. Eine geistige Umarmung und euch allen einen schönen Abend. Ja, danke, danke dir auch, lieber Hendrik. Und Jenne, und dann haben wir noch den Marc. Jenne, bitte. Vielen lieben Dank aus dem tiefsten Sein in uns. Dankeschön. Danke dir, Jenne. Und der Marc. Ich habe 13 kurze Zeilen ein Gedicht für Freeman. Ciao. 13 Zeilen. Joe, du darfst entscheiden. Dein Bett. Ja, super. Die schlafen schon, die zwei. Machen wir es so, dass wir das jetzt beenden. Und ich werde jetzt mit meinen Schatzern nur einen gemütlichen Abend verbringen. Und danke euch fürs Dabeisein. Danke, Klaus, wie immer. Und ich freue mich, wenn man darüber einfach ein bisschen nachdenkt, nachsinniert. Und sein Geist ein bisschen öffnet, Konzepte auslässt, Schranken fallen lässt und das Leben genießt. Genau. Weil es geht um gar nichts. Ja, es geht um alles, während es um gar nichts geht. Das macht so schön. Danke. Danke für alles. Danke dir, Joe. Ne, der Marc wollte noch was sagen. Er hat da 13 Zeilen, die er lesen möchte, noch kurz. Joe, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg weiter. Und ja, stolzer Papa. Mhm, freut mich immer. So, bin schon leise. Marc, du wolltest das noch kurz vortragen. Wenn du jetzt aussteigst, Joe, dann sage ich danke, danke, danke. Und Marc, deine Worte, vielleicht hörst du die ja doch noch. Ja, ich muss sagen, ich habe immer wieder Aussetzer jetzt. Ich höre immer nur so einzelne Wortfetzen. Das heißt, ich sehe das auch als Zeichen, dass ich wirklich jetzt aussteige. Ich habe nur danke, danke, danke gehört von dir, Klaus. Ich sage es auch nochmal danke, danke, danke. Habt einen schönen Abend und alles Liebe, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Marc, und jetzt darfst du nochmal. Danke dir, ciao. Wenn wir in der Dorfschenke sind, einen Birkenhain des Einzelnen gelingen, die Feen uns heilen und wir die besten Flötenschnitzer des Tales testen, haben wir es geschafft mit Tausch. Gott ist ein guter Mann für uns auch. Wir der Held, welcher der Dame gefällt, am Lagerfeuer, das uns zugesellt. Fällt uns zu und das Gemeine, das Elixier des Wiederkehrens heime, das nächste Mal wir belehren's, das Heil in der Seele, wie begehren's, was der zwei drehen sich aufwärts. Das war ein Kurzgedicht und kein Scherz. Ja, danke dir, lieber Marc. Marc, hast du noch ein paar Worte zum Abend hier heute? Ja, mir ist halt bewusst geworden, die Freiheit ist ein Trugbild. Die Treue zu deiner Frau ist genauso frei wie du oder der Knute von dem Herrscher. Man muss die Sachzwänge sehen und Freiheit ist einfach zum Banner hinterherlaufen, also Lüge meistens.
Ja, da kann man wieder eine neue Sendung drauf aufbauen, ganz sicher auf der Thematik. Ja, lieber Marc, danke dir auch. Danke an die Zuhörer. Danke an Alexander hier im Sprechraum, an Joe Kreisel natürlich als erstes, dann an Armin, dann den Hans Gruber, an Hendrik und auch an Jenne und an die Zuhörer gänzlich. Morgen 19 Uhr geht's hier weiter. Da heißt es Dr. Klaus Volkammer. Ich schaue auch noch mal ganz kurz drauf, ob es da ein Thema gibt, ja, da heißt es die feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes. Also ein spannendes Thema haben wir heute, denke ich, schon angestriffen in der Diskussion in dieser Sendung. So, und das geht bis Sonntag und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Jetzt gibt es natürlich noch ein Lied vom Joe Kreisel und das, wenn ich es richtig sage, ist das die Jackie Bernard, wo er womit ist, J.J. Way, so heißt es. Und lasst es euch gut gehen. Und wer gleich noch im Nachtalk ist, herzlich willkommen. Ich freue mich. Schönen Abend euch da draußen. Verteilt das Band. Schaltet OkiTalk an oder gebt einfach mal den Link weiter. Teilen von Kommentarfunktion im Artikel. So, Ruhe, tschüss, Musik, ciao. Da lachen ja die Hühner. Da lachen ja wirklich die Hühner. So, der Player. Das war wieder live. So, aber jetzt Musik ab. Tschüss.